Du kannst halt entweder Würmer, nein, beim Angeln redet man nicht. Wir brauchen Ruhe. Sorry, ich kann auch leiser reden. Wir brauchen Ruhe beim Angeln. Lord Pappnase. Hallo Chat, hallo, na? Seid ihr da? So, wir schauen uns heute eine Gothic Online Modifikation an. Und das mache ich nicht alleine, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von dem Kram. Habe ich noch zwei Gäste dabei. Und die können sich jetzt mal vorstellen. Ja. Also ich bin der Remi, Remikje von Escalon Online. Einer von drei der Projektleiter. Und mit mir ist der gute Nemo. Ja. Ein weiterer Projektleiter, die Nummer zwei von drei. Ja. Ja, sehr genau. Schön, euch dabei zu haben. Ich hab mir euch geschnappt, weil ich habe ja so von Gothic Online gar keine Ahnung. Und das Projekt ist ja auf einem guten Weg, demnächst released zu werden. Ne? Ich glaube, nächste Woche ist irgendeine Startphase, glaube ich. Richtig. Nächsten Sonntag ist Release. Genau. Da ist dann endlich der Zeitpunkt erreicht, wo dann jeder live selbst auf das Spiel sozusagen mit dabei sein kann und die Geschichte von und um Escalon dann halt mitspielen kann. Ja, da bin ich mal gespannt. Und ich denke, wir starten einfach mal rein. Ich mache mal meine Hintergrundmusik aus und mache dann mal die Spielemusik an. Ja. Boah, man hört das Feuer der Vulkanfestung. Denn eine Besonderheit, ihr verrückten Leute habt Risen 1 in der Gothic 2 Engine nachgebaut. Ist das korrekt? Ja, genau. Das ist richtig. Völlig bekloppt. Ja. Ich find's so geil. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsaspekt bisher von dem, was ich kenne. Es ist einfach großartig. Und wir schauen einfach mal, was hier passiert. So, ich bin im Spiel. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Login, nehme ich an, richtig? Registration wahrscheinlich, weil du ja noch keinen Charakter erstellt hast. Also, das ist natürlich korrekt, ja, dann machen wir das mal. USK 8, oh, hallo, was für Erwachsene. Ja, genau. Okay. Das kann halt viel passieren auf so einem RP-Server und sicherheitshalber macht man dann lieber ab 18. Nicht, dass man da noch rechtliche Probleme kriegt mit Minderjährigen. Also ist natürlich, dessen Eltern. Ist natürlich rein freiwillig von uns so entschieden. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie von der USK oder von der FSK getestet worden, sondern wir haben halt für uns einfach gesagt, wir möchten halt diese ab 18 Regelung für uns einbehalten, damit wir uns quasi für alles absichern, was halt einfach passieren kann. Ne? Dass man das nicht unnötig nachkontrollieren muss, sondern jedem, der sich registriert bei uns, der mitspielt bei uns, dem ist klar, dass halt verschiedenste Sachen von Gewalt bis sonst was, ne, Beleidigungen, Schimpfwörter, halt einfach sind Teil des Gothic-Universums schon immer gewesen. Ist aber was anderes, ob das vorgegeben ist in einem festen Singleplayer-Spiel, ne, und das freigeht, oder ob es halt von echten Spielern sind, die gegebenenfalls auch, sag ich mal, Schimpfwörter oder was raushauen können, die du halt vorher nicht kontrollieren kannst, so in der Art. Ne, dann, genau, deswegen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, also seh ich auch. Überrascht mich aber in der Modifikation. Also, weil es ist so, was ich so in der Gothic Modding Community so als mitkriege, ist manchmal so, ach, ist uns alles egal, wir knallen einfach alles rein, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Aber das ist ein schöner Hinweis. Was ist denn hier Gewalt bis hin zu schwerer Gewalt, Folterung und Verstümmelung, Beleidigung, Schimpfwörter und Diskriminierung, Konsumprodukte und Verherrlichung von Drogen? Was? Kein Sumpfkraut? Was? Glücksspiel und sexuelle Inhalte. Sehr schön, sehr schön. Also bei uns, noch eine kurze Frage an den Chat. Sind denn alle Leute gleich laut? Ist das Spiel gut zu hören? Kurzes Feedback, weil ich kann das in der Aufnahme hinterher nicht mehr anpassen für YouTube. Das Video kommt nämlich auch auf YouTubes. Mit ein bisschen, vielleicht ein bisschen geschnitten. Muss ich schauen, wie es am besten ist. Alles tippitoppi, Sounds sind top. Ah, guck mal, läuft alles perfekt. Gut, dann würde ich einfach mal auf Akzeptieren gehen, ne?
Das ist deine erste Entscheidung in diesem Spiel, ja. Ablehnen. Wenn ich ablehne, komme ich zu den Bösen wahrscheinlich. Okay. Ja, dann fliegst du halt raus, dann kommst du halt nicht rein. Dann wird alles rosa und du hast hier Regenbogen Eskalon sozusagen. Ja. Okay, ich sehe schon. So. Account-Erstellung. Oh. Wie nenne ich mich denn? Darf ich mich alles nennen oder ist das an Roleplay-Vorgaben geknüpft? Also das sind zwei Sachen. Zum einen, das, was du jetzt eingibst, ist nur dein Accountname, mit dem du dich einloggst. Okay. Danach erstellst du noch deinen Charakter, den du dann einen eigenen Namen hast. Und prinzipiell gibt es die Regeln, die kann man auch bei uns im Forum dann nachlesen, dass du bitte keinen Namen nimmst, der entweder bekannt aus dem Gothic-Universum ist oder halt auch aus allgemeinen Medien. Also, du sollst niemand von einer bekannten Serie. Also ich darf mich jetzt nicht Aragorn nennen, so. Also zum Beispiel, also das wäre, genau, das wäre nicht so gut, ja. Und Gandalf und so, das wäre jetzt nicht so, da würde man sagen, das ist nicht so gut, sondern wirklich einen eigenen Namen ausdenken, ist sehr schön. Da habe ich immer so Probleme mit, da benutze ich meistens meinen Chat oder Namensgeneratoren. So, Passwort, jetzt, ich nehme 5-mal Bindestrich, nee, okay. Was nehme ich denn als Passwort, was ich mir merken kann, ne? Ach du Schande. Ah! Hm. Oh, ein Charaktereditor. Genau. Ich stell das Spiel mal ein bisschen leiser gerade. Ja. Was haben wir denn hier? Kann ich? Ah ja, hier kann ich Geschlecht auswählen. Bleiben wir mal beim Mann. Sowas liebe ich ja. Dass das in Gothic auch geht irgendwie, das finde ich so absurd, was man aus Gothic alles machen kann. Auf jeden Fall. Wir haben uns entschieden, dass man beide Geschlechter spielen kann. Es gibt auch verschiedene Projekte, wo es heißt, wo das eher nicht gewollt ist oder wo es da irgendwelche Begrenzungen oder was gibt. Und wir haben jetzt erstmal für uns gesagt, wir wollen sozusagen den Spielern das offen lassen, dass sie spielen wollen, als was sie möchten. Wenn es nachher nicht funktioniert und das in irgendwelche Gefilde abdriftet, die dann doch zu sehr vom eigentlichen Spiel, sage ich mal, abweichen, dann würden wir das natürlich nochmal anpassen. Aber erstmal wollen wir das so versuchen, dass man das frei wählen kann. Das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Jetzt hat er meinen Bart geklaut, als ich das Gesicht umgeändert habe. So. Ja, also. Das ist, glaube ich, wenn du ein Glatzen-Face, also ein Face mit Glatze hast, also ein Gesicht mit Glatze, dann macht er, glaube ich, den Bart weg. Das kann gut sein. Ja. Oh, ja, das ist doch eine Funktion, die brauche ich. Da sehe ich mich. Also, das ist ja ein Abbild 1:1 von mir. Bin genauso muskulös. Ich bin ja ständig nur am Trainieren quasi. Ja, also zum Verwechseln ähnlich, würde ich jetzt fast sagen. Ja, also auf jeden Fall. So. Name. Ah ja, jetzt kann ich meinen Namen. Genau, jetzt einmal Enter drücken. Genau, und jetzt kannst du. Jetzt ist natürlich die Frage: Wir brauchen Chat, wir brauchen einen mystischen, geheimnisvollen, mittelalterlichen, aber mutigen und einschüchternden, aber trotzdem besinnlichen Namen. Bob. Ich find Bob gerade sehr gut. Bob. Bob hat gewonnen. So, Bob Naselius. Geht das? Eigentlich nicht. Es gibt keine offiziellen Nachnamen. Es gibt keine Nachnamen? Also du kannst das gern so ausspielen. Also es gibt schon Nachnamen, aber eigentlich ist es so, dass man als Charakter nur seinen Vornamen oder nur seinen Nachnamen hinschreibt. Dann bin ich jetzt halt und ohne Leerzeile halt. Ne? Ja, dann genau. Bin ich jetzt halt und dann sind wir Bob Chat. So und dann bestätigen wir mal. Genau. Oh shit. Jetzt gibt's auch noch Startklassen. Man kann ohne Klasse starten. Genau. Das ist im Grunde, du kannst halt quasi
je nachdem, wie deine Vorgeschichte von deinem Charakter sozusagen sein soll, kannst du halt sagen, welches von diesen vier Grundberufen du halt vorher gemacht hast oder ob du halt nichts davon gemacht hast. Und dementsprechend kriegst du auf den jeweiligen Berufszweig einen gewissen Buff, einen gewissen Startbuff dann. Das, ja, okay, ne? Also wenn du jetzt sagst, du bist Minenarbeiter, dann hast du halt schon gewisse Erfahrungen im Schürfen. Ne? Ja, okay, das ist sinnvoll. Ändert das auch so ein bisschen die Herkunft vom Charakter in irgendwelchen Bezügen oder ist das nur auf die Boni bezogen? Nee, das ist nur auf die Boni bezogen. An sich ist es komplett frei. Es ist ja egal, woher du kommst sozusagen. Du kannst alles davon immer überall gemacht haben. So, es ist ja nichts Spezifisches, dass man sagt, okay, keine Ahnung, wenn du von Korinnes kommst, dann kannst du kein Fischer sein. So, und welchen ja Vorteil habe ich, wenn ich ohne Klasse starte? Gar keinen, dann hast du einfach nur einen Nachteil. Okay, das ist also der Bettler aus Dark Souls. Ich sehe schon. Okay, ich sehe mich, glaube ich, als starker Holzfäller. Ich hoffe, ich kriege ein Holzfällerhemd. Ja. Sehr schönes Menü übrigens. Gefällt mir. Dankeschön. Danke. Oh, da ist er. Es lädt. Ja. Und wie ihr seht, es ist einfach die fucking Insel aus Risen. Ich kann das immer noch nicht fassen. Aber ich sehe schon, ihr habt ein paar Sachen natürlich auch verändert. Ja, ja. Es sind einige Veränderungen und Erweiterungen drin, ja. Ja. Also zum Beispiel sieht die Hafenstadt jetzt für mich auf den ersten Blick erweitert aus. Ich muss mal kurz in die Optionen reingehen. Oh, alle Optionen, die sehen neu aus. Language, kann ich die umstellen? Ah ja, hier, perfekt. Habe ich hier auch die normalen Gothic-Einstellungen irgendwo? Das leider nicht. Okay. Okay, aber die Steuerung passt schon für mich. Das ist okay. Das ist genau, also es ist halt quasi so, wie du die Nacht des Raben eingestellt hast, so sind dann auch die Einstellungen im GMP. Also, ne? Okay. Das ist nicht nur bei uns so, sondern es ist halt überall so. Dann. Genau. Da stehen zwei Leute, ich habe Angst. Ja. Ja, also wir drei, also quasi, wir werden ja dir jetzt sozusagen, wir werden die Welt einmal erkunden und wir sind aktuell ja noch in der Closed. Das heißt, alle Spieler, die jetzt aktuell da sind, sind halt, sag ich mal, handausgewählte Personen, die uns seit einigen Monaten dabei helfen, halt alle Bugs und sowas zu finden und zu gucken, ob die Wirtschaft funktioniert und all so ein Pipapo. Und das sind jetzt halt auch die, die du jetzt sozusagen hier siehst. Und die sind alle natürlich eingeweiht in das Ganze. Und wir drei werden jetzt für den Rest des Abends, außer wir sagen jetzt noch was anderes, aber an sich ignoriert, sodass wir uns einfach die Welt angucken können, dir die verschiedenen Features zeigen können. Und einfach, dass du ein Gefühl kriegst oder die Leute allgemein ein Gefühl kriegen, was sie halt bei uns so erwarten wird. Ja. Okay, das wird super. Und das, wenn ich das richtig erkenne, unten links, das seid ihr beiden. Genau. Genau. Das eine, so, jetzt wird geboxt. Okay. vielleicht doch nicht. Ich nehme alles zurück. Einmal, wenn du kannst, bitte einmal ganz kurz / PMS machen. Also, habe ich schon gemacht. Habe ich doch schon gemacht. Okay, bin doch Profi. Ja, genau. An sich ist der Gothic Multiplayer ähnlich wie logischerweise auch der Singleplayer von Engine-mäßig her und was man an sich macht. Es hat natürlich gewisse Änderungen. Ne? Also es wird nicht gesprochen, also nicht verbal gesprochen, sondern alles, was im RP passiert, wird über Text gemacht, den ihr oben siehst. Und dort gibt es dann auch verschiedene. Also wenn jetzt Leute einfach ganz normal schreiben oder was, dann siehst du das ganz normal als Text. Dann gibt es noch verschiedene Präfixe, also verschiedene Befehle, dass du gewisse Sachen in deinen Text besser integrieren kannst. Also zum Beispiel, wenn du einfach nur schreibst, dann steht da halt auch dein Name mit Doppelpunkt und dass du was sagst. Wenn du jetzt dann den Befehl als Beispiel mit /me, also inne, /ich quasi, also machst, dann beschreibst du, was du tust. Dann würde also nicht stehen, dass du was sagst, sondern würde stehen,
Bob denkt nach oder was auch immer. Ne? Bob fragt sich, was für komische Leute da vor ihm stehen. Sowas, ne? Ja, das war jetzt ein bisschen. Ja, das war jetzt falsch, weil jetzt hast du ja schriftlich Mie gemacht und dann aber eine Aussage gefällt. Das ne? Macht ja. Ne? Ja, also du würdest, nee, das mache ich ja gerade. Ich sehe ziemlich geil aus. Ja, aber dann würdest du ja eigentlich schreiben, Bob findet er sie ziemlich geil aus. Ah, genau. Ja. War fast richtig. 5 von 10 Punkten. Fast. Ja, ja. Lassen wir mal gelten, so für den ersten Text auf dem RP-Server. Können genau. Wir das mal durchgehen lassen. Ansonsten, wie du schon siehst, haben wir das allgemeine Interface angepasst. Das heißt, unten siehst du an Gothic angelehnt, an Risen angelehnt, deine verschiedenen Anzeigen, jetzt in dem Fall von HP, also deiner Lebensenergie, deiner Ausdauer und deiner Nahrung, also deinem Hungerwert. Ja, also der erste Wert, der braune Wert, der ist quasi, wie hungrig dein Charakter aktuell ist, weil du satt. Hast halt auch... Eher wie satt. Also wenn der voll ist, genau. Dann bist du satt, genau. Ja, genau so rum, ja. Und, ne, weil das Spiel hat halt gewisse sozusagen ja, Survival-Elemente ist zu viel gesagt, aber es gibt halt so, man muss sich halt ernähren. Ansonsten verhungert man halt irgendwann. Bei uns ist es halt auch so, dass du dich ausgewogen ernähren kannst und dann einen Buff auf deine Lebensenergie kriegst. Oder oh Gott, wenn das du ist ja alles wie im Real Life. Ah. Ja, und wenn du zu oft dasselbe isst, dann kriegst du halt auch einen Malus. Ne, wenn du sowas halt. Und du kannst halt auch Getränke trinken und all sowas, damit deine Ausdauer schneller wieder steigt, wenn du halt arbeiten warst und sowas. Und genau, das ist das. Und abseits von diesen drei Anzeigen, die du halt unten siehst, siehst du halt auch, weil wir versucht haben, dass wir so wenig Text wie möglich zeigen, weil oben ist schon genug Text sozusagen. Das Hauptspiel ist ja schon genug Text. Und deswegen ist bei uns unten, dass du halt ablesen kannst, was prinzipiell dein Charakter alles sozusagen gerade hat, als auch bildlich darzustellen, wie das Wetter gerade ist, wie die Temperatur ist und welche Tageszeit gerade ist. Also du siehst ja den Sonne und Mond und die wandern wirklich auf dieser Linie, also auf dem Halbbogen, je nachdem wie spät es ist. Und je nachdem, wo die Sonne oder der Mond steht, weißt du, was für eine Tageszeit gerade ist. Ja? Und in der Mitte, wie du siehst, erkennt man, ist es jetzt wolkig und dann ne, kann es halt auch sein, dass es halt sonnig ist oder dass es regnet. Das ist geil, das würde ich mir mal für Gothic Vanilla auch wünschen. Das wäre praktisch. Jetzt habe ich hier natürlich, jetzt grätsche ich mal dazwischen, jetzt habe ich hier gerade einen NPC-Lauf, einen Typen langlaufen sehen. Jetzt frage ich mich natürlich, war das ein NPC oder war das ein Spieler oder habt ihr überhaupt NPCs, ist die grundlegende Frage. Also beide, also der da gerade rumläuft, das ist halt ein echter Spieler. Und es gibt an sich NPCs, die aber hauptsächlich sogenannte, also Bot-NSCs sind, die dafür da sind, um gewisse Bereiche zu schützen oder jemanden nicht reinzulassen. Also es gibt zum Beispiel draußen an der Stadtmauer dann halt Wachen an den Toren, die logischerweise darauf aufpassen, wer da rein und rauskommt, die aber an sich jetzt, mit denen machst du kein großes RP, sondern die sind halt zum allgemeinen Schutz da und weil niemand hat Spaß daran, zig Stunden am Tag einfach ein Tor zu bewachen, in echt. Torus macht es gerne. Ja. Ja, deswegen ist sowas sozusagen ersetzt oder gelöst durch NSCs dann, in dem Fall. Und genau, wir können einmal, achso, was wir dir übrigens auch noch zeigen können, ist, wenn du B drückst, dann siehst du unsere Version von deinen Charaktereinstellungen. Oh, Moment, lass mich da mal kurz drüber gehen. Was gibt's denn? Stärke, Geschick, Lebensenergie, Mana, Ausdauer, Sättigung? Okay, Sättigung kenne ich von Photoshop. Ernährungsstatus, Ausdauer, Schleichen, Aufknacken. Auf Schattenkunst ist das, aha. Fraktion, ja. Gilde, Gildenrang, Einhänder, Stabkampf, Bogen, Armbrust, Rufe, magisches Siegel, Feldarbeit. Jetzt bin ich natürlich skeptisch, ne? So ein bisschen. Jetzt habe ich ja als meinen vorigen Beruf Holzfäller ausgewählt. Warum sehe ich denn da jetzt keinen Bonus? Weil das erst aktualisiert wird, wenn du jetzt quasi dich nochmal aus- und wieder einloggen würdest. Oder FixMe könnte das auch schon bringen. Mach mal das Menü zu kurz. Ja. Gibst du im Chat einen Slash
Fix Me zusammengeschrieben. Einmal Enter, genau. Und jetzt guckst du noch mal ins Menü. Genau, jetzt okay, jetzt hast du schon auf alles weitere einen Bonus gekriegt. Ja, also du hast jetzt, da wir ja schon wissen, wo es hingeht, hast du jetzt einen Beruf, einen Rang und Werte jetzt neu gesetzt gekriegt. Das finde ich gut, das können wir immer so machen, finde ich gut. Ich finde auch, Streamer sollten immer bevorzugt behandelt werden auf Gothic Online Servern. Schreib dich das hinter die Ohren, Kinder. Ja. Nee, genau, das ist nur, weil wir jetzt halt, ne, das Team weiß ja schon, wo es hingeht, und das Team hat ja jetzt schon die Werte gesetzt, die natürlich ein bisschen viel sind. Ja, damit wir halt auch was zeigen können. Also, genau, dann, klar, genau, damit man was zeigen kann, genau. Genau. Und wie ist es eigentlich auf so Roleplay-Servern? Vielleicht auch für die Leute, die das eher nicht so kennen, ist es da eher so gedacht, dass man auch wirklich so Roleplay läuft, oder ist auch dieses normale Rennen ganz normal erlaubt, nee, also, und auch Quatsch machen? Weil ich bin zum Beispiel so im Einzelspieler, da mache ich ständig Quatsch in Gothic. Das ist, glaube ich, nicht so gern gesehen, gehe ich mal davon aus. Nee. Also wenn du rennst, dann rennst du halt auch, also das ist, als wenn du im Real Life auch rennen würdest. Du rennst ja auch nicht permanent so, ne? Da gehst du ja meistens. Also ihr kennt mich nicht. Ich weiß, also ja, wir haben ja gehört, du bist ziemlich sportlich, aber irgendwann, irgendwann gehst du ja auch normal, und so soll man das halt auch ausspielen. Also prinzipiell gerade in Lagern und so, also jetzt die Stadt zählt auch als Lager, wird gegangen. Wenn jemand läuft, dann geht man davon aus, der flieht vor etwas. Ja. Und genau, so ist das halt. Und so das ist das ähnlich halt auch. Also angenommen, du sagst, okay, ich will jetzt mal auf die Dächer rumklettern. Kannst du an sich machen, aber du kannst davon ausgehen, dass du dann runtergeschlagen wirst davon. Ja? Jawoll! So, das hier ist schon der richtige Weg. Hier würden wir dir einmal den ersten Punkt zeigen. Oh. Und zwar gibt es Moment. Bei uns... Ich befürchte gerade... Sekunde. Nein. Sag also nichts. Rechts hier bei uns, links und nach links und rechts, das... Ja, Moment, ich weiß, was das ist. Kurzer Timeout. Mein eines Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert. Das habe ich aber kommen sehen. Ja. Ich bin vorbereitet. Ich habe nämlich ein Backup-Aufnahmeprogramm. Okay. Aha. den habe ich kommen sehen. So, ich muss nur kurz das Ding neu starten, weil sonst sehen meine Zuschauer nichts mehr. Und das wäre ungut. Ja, das wäre nicht so schön, glaube ich. So. Könnt ihr auch gerne nochmal kurz Feedback geben für die Lautstärke vom Spielchat? Dann können wir das auch nochmal anpassen, wenn ihr wollt. So, jetzt solltet ihr auch wieder was sehen. Genau. Okay, dann kann es also weitergehen. Was halt auch wichtig zu erwähnen ist, ist halt, dass es halt wirklich ein typischer RP-Server ist, ne, wie es ja auch inzwischen bei vielen anderen Spielen geht. Das heißt quasi, dass das echte Leben, ne, also das Ausspielen eines normalen Lebens, in dem Fall jetzt bei uns auf Escalon, das ist halt der Fokus. Das heißt, du bist nicht der Held, du bist kein Sonderling, also außer du spielst aus, dass du in irgendeiner Art ein Sonderling sein möchtest, aber ansonsten bist du ein ganz normaler Mensch und hast versuchst einen ganz normalen Beruf zu erlernen und auszuüben. Ja? Verschiedenste Handwerksberufe, du kannst auch ins Regiment, in die Wache gehen und all so und pipapo, das ist dann dein... deine Bestimmung, so eine Art, und dort passieren dann halt auch verschiedene Events, und so gibt es dadurch, dass es eine Wirtschaft gibt, Waren haben logischerweise einen gewissen Wert, und wenn du was findest oder herstellst, dann hast du halt auch ungefähr eine Preisspanne, was etwas wert ist und also sowas, und dafür gibt es als Ergänzung den sogenannten AWH, es ist der Außenwelthandel, der immer in regelmäßigen Abständen kommt, und dort kannst du halt Waren ankaufen oder verkaufen, die eventuell auf der Insel aktuell nur schwer zu kriegen sind, oder wenn du zum Beispiel zu viel hergestellt hast von irgendwas, dass du nicht darauf sitzen bleibst, und ne, gerade wenn du Geld brauchst zum Beispiel, sondern dass du die dann über den Außenwelthandel wieder verkaufen kannst und da einen gewissen Profit machst. Das ist ja krass, wie viele Gedanken ihr euch da gemacht habt. Sehe ich auch schon... Der
Der AWH ist nicht von uns erfunden. Den gibt's schon, sag ich mal, den gibt's überall im GMP. Also jeder Server hat auf seine Art einen AWH und jeder macht den aber halt in Details unterschiedlich. Mhm. Ne? Okay, ist schon krass. Ich habe auch gerade gesehen, ihr habt neue Animationen eingebaut. Was ich auch gesehen habe, auf jeden Fall neue Rüstungen. Ja. Das ist halt richtig krass. Wir haben so gut wie jede Rüstung aus Risen bei uns mit drinne. Haben viele Animationen selbst gemacht, haben natürlich dann auch durch die Gothic Multiplayer Lizenz von anderen Projekten auch welche dann genommen. Das wird halt bei uns genauso sein. Sobald wir released haben, wird es nicht lange dauern, bis dann Teile von unserer Modifikation dann auf einmal bei anderen dann auftauchen werden. Das ist halt einfach so. Ist auch okay so. Anders würde diese ganze Community gar nicht so aktiv noch laufen, wie sie seit zig Jahren halt einfach läuft. Dass immer Ideen zusammenkommen und Stücke von woanders genommen werden und zu was Neuem zusammengemacht werden und alles immer besser wird, das ist halt einfach dadurch, durch diese GMP-Community. Und jetzt können wir dir einmal kurz, bleiben wir kurz stehen. Ja. Was wir halt sozusagen haben, das wollen wir nochmal ein bisschen optisch anders anpassen, aber wie du siehst, ist hier jetzt sozusagen der Dock frei, ne? Der Kai ist frei, die linke Seite und würde jetzt sozusagen eins der AWH-Schiffe kommen, weil bei uns ist, dass wir haben verschiedene AWH-Schiffe, die aus verschiedenen Regionen kommen können. Ja. Und damit nicht immer hier einfach ein Schiff steht und man sagt einfach, ja, das ist so, so wie das rechte hier zum Beispiel, was einfach quasi Kulisse ist, kann jetzt Nemo einmal den Knopf drücken und dann siehst du, muss man nach links gucken ein bisschen, genau da, wo kein Schiff ist. Jetzt, und einmal drücken, Nemo. Ups. Ah, die Black Pearl, ich sehe schon. Ja. Ne? Und jetzt ist halt eins der Schiffe halt sozusagen da. Und auf die könntest du jetzt halt auch drauf. Also da würde jetzt, wenn jetzt der AWH gerade sozusagen live wäre, würde da jetzt auch ein Spielleiter oder ein Eventler dann drauf sein und die Waren dann sozusagen in den Hafen bringen oder halt... Ach, wie cool. Ja, genau, so das ist komplett benutzbar sozusagen. Das ist natürlich mega. Jetzt hatte ich natürlich beim Drauflaufen schon eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn man so ein bisschen trottelig ist, ich will jetzt nicht sagen, dass ich trottelig wäre, aber nehmen wir mal an, ein Spieler wäre ein bisschen trottelig und würde sich in Gothic hier auf eurem Server in eine Situation reinbringen, wo das Spiel nicht mehr weiß, was mit dem Charakter anzufangen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Wasser springen würde, würde ich dann irgendwie wieder rauskommen oder in eine Wand reinglitschen? Gibt es da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Du kannst ja an sich rumschwimmen, theoretisch. Wenn du halt zu lange tauchst, dann ertrinkst du. Aber du könntest halt auch quasi in das Hafenbecken reinschwimmen und dort könntest du halt wieder rausklettern. Beziehungsweise kannst du auch, wenn du willst, wenn du es drauf anlegst, aus welchem Grund du auch das immer machen wollen würdest im RP, so weit um den Berg schwimmen, dass du halt irgendwann an Strände kommst und so. Und dann könntest du da auch an Land gehen. Sehr gut. Ne? Ja, was bedeutet denn, das ist eine sehr gute Frage aus dem Chat, was bedeutet denn Tod? Ist das dann Permadeath oder wird man irgendwie zurückgesetzt? Also was passiert denn, wenn man stirbt? Also bei uns ist es, dass wir uns entschieden haben, quasi ein Drei-Leben-System zu haben. Du kannst nicht direkt sterben, also beziehungsweise wenn du stirbst, dann ist es rein, also im RP sozusagen. Also du hast irgendwas gemacht, was so schlimm ist. Du hast zum Beispiel eine Gilde verraten. Du hast jemandem extrem Schaden zugefügt, sodass der halt, sag ich mal, einen Tötungsgrund gegen dich hat. Dann kann er das machen. Kommst du nicht hoch gerade? Ja, das kann aber an meiner Version liegen. Das ist... Ja. Dann sozusagen verlierst du eins von vorgegebenen drei Leben. Ich sehe schon, was der Fehler ist. Du drückst ein bisschen zu weit nach hinten, aber ja, komm, müssen wir nochmal gucken. Und wenn du jetzt aber einfach, also wenn du durch Zufall irgendwo stirbst, zum Beispiel durch Viecher, ja, angenommen du läufst durch die Wildnis und lässt dich irgendwie von einer Blutfliege erstechen, dann fällst du um und du bist an sich auch tot, kannst aber, also dein Charakter ist für den Moment engine-mäßig tot. Du kannst dich aber dann quasi je nach Schadensklasse, je nachdem, ob du halt, sag ich mal, von einem Snapper oder von einem von irgendeinem Riesenvieh getötet wirst oder ob du halt nur von zum Beispiel ein
ja, ein Scavenger oder von irgendwas klein, dann bist du in einer verletzten Animation und bist halt für eine gewisse Zeit verletzt und kannst versuchen, dich noch in die Stadt oder wo auch immer zu deinem Lager zu retten und dich halt im Lazarett zum Beispiel zu verarzten und heilen zu lassen. Bei schwereren Verletzungen bleibst du quasi liegen und es muss dich jemand retten kommen. Wenn das innerhalb von einer gewissen Zeit passiert, dann wird auch dieser Tod quasi einfach zurückgenommen. Du bist in der im verletzten Status für eine gewisse Zeit, indem du auch einen gewissen Malus auf deine Fähigkeiten dann hast über die Zeit, der dann halt nach einiger Zeit dann wieder verschwindet. Und wie gesagt, und das zählt dann halt auch nicht als Tod sozusagen dann. Ne? Richtige Spielertode sozusagen sind nur, angenommen, du würdest schwer verletzt werden von einem Tier und niemand ist da, um dich irgendwie zu retten, dann würdest du mit einer Zeit halt ein Leben verlieren. Alternativ, wenn du dich halt mit jemandem verscherzt, so wirklich was Schlimmes machst, dass da ein Tötungsgrund gegen dich entsteht, dann kann er dir quasi auch den Rest geben und du würdest ein weiteres Leben verlieren. Das Ganze halt maximal 3-mal und erst beim 3. Mal würdest du halt wirklich deinen Spielcharakter verlieren. Und dann okay, ist also man muss schon aufpassen, ich sehe schon. Genau. Aber sag ich mal, die ersten beiden Male im Normalfall, also würdest du dich 2-mal mit mir verscherzen, dann könnte ich dir 2-mal richtig hart aufs Maul geben. Also vom Feinsten halt auch mit wirklich schwer verletzen, aber das Ergebnis wäre halt niemals, dass man sagt, okay, ich schlag dir jetzt den Kopf ab oder so, weil du hast halt noch diese Leben, sondern du kannst jemanden nur schwer verletzen, der ist dann eine lange Zeit schwer verwundet, aber du überlebst dieses halt sozusagen. Mhm. Ne? Okay. Für die weitere Aufnahme wollte ich fragen, gibt's eine Fackel, damit wir vielleicht für YouTube in der Nacht das ein bisschen besser zeigen können, weil YouTube macht ja immer so ein bisschen die Progression kaputt. Du müsstest im besten Fall sogar, wenn du in dein Inventar gehst, jetzt Sachen da drin haben. Ich hab krasses Zeug! Und dort ist auch eine Fackel bei. Und die kannst du halt anziehen. Ein rustikaler Hocker, der ist wichtig. Ja, erstmal noch bitte in Ruhe lassen. Ich benutze alles. Ja, also du müsstest eine Fackel irgendwo. Ja, die Fackel haben. Interessiert jetzt keinen mehr. Wir haben Zeug im Inventar. Die Fackeln sind völlig egal geworden. Sehr schön. Genau, und jetzt können wir dir direkt auch was Schönes zeigen. Jetzt kannst du hier mit der Fackel lang gehen und jetzt kannst du mal versuchen, hier rechts das Ding anzumachen, indem du drauf drückst. Genau. Und jetzt hast du halt selbst sozusagen das angezündet und das wird jetzt über die Nacht überbrennen. Und das ist sozusagen eigentlich dann Aufgabe der Stadtwache. Die machen dann regelmäßig die Lichter nachts an. Und genau. Hübsch, wie man alles direkt wiedererkennt aus Risen 1. Echt, echt geil. Hier zum Beispiel ist jetzt einer von den NSC-Wachen. Ne, das ist jetzt kein echter Spieler, sondern das ist jetzt einfach eine Wache, die quasi das Lagerhaus bewacht. Darf ich trotzdem halt rein? Ja, aktuell darfst du jetzt halt rein, weil du quasi der Burger-Klasse schon zugeteilt wurdest. Weil ich krass bin. Ja, das auch. Ne, weil die halt gesehen haben, was für ein breites Kreuz du hast. Und da hat er sich gesagt, okay, da können wir auf keinen Fall, kann ich nicht sagen. Das ist eine Erklärung, mit der kann ich, kann ich leben. Das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall alles schön auch eingerichtet in der ich glaube, es sind auch neue Assets, ne? Kenne ich ja, so einige, ja. viele aus Gothic 2 nicht. Es ist einfach, ist so absurd, wie geil das hier alles aussieht. Chat fragt, ob wir auch was anzünden können. Haben wir doch schon, Gate. Wir haben die Fackeln angezündet. Ich finde auch schön, das könnt ihr jetzt natürlich im YouTube-Video bzw. im Stream nicht so gut sehen, aber hinter mir gibt es auch ein paar Roleplay-Infos immer so eingeblendet. Finde ich ein sehr, sehr geiles Detail. Das sieht man bei, genau. Also man kann, Eventler und Spielleiter, die können halt für Bereiche sozusagen
diese RP-Infos schreiben, sodass man halt auch weiß, wenn gerade kein Spieler da ist, ob da irgendwas zu sehen ist, ob da irgendwas Interessantes ist. So werden halt auch manche Räume beschrieben, wie sie zum Beispiel riechen und all sowas, damit man ja, einfach weiß, wie es da drin wie es da drin halt einfach sein soll, ne? Wie die Atmosphäre da drin sein soll. Ja? Ah, Nieser muss sein, in jeder Aufnahme. Gesundheit. Gesundheit. Wir würden jetzt, also wie gesagt, du kannst gerne überall lang gehen, wo du möchtest, ansonsten würden wir Richtung Taverne gehen. Wie du siehst, manche Gebäude sind auch angepasst, also oder wie auch sehen wirst, die sind nicht 1:1, sondern da haben wir gesagt, okay, da möchten wir ein bisschen kreative Freiheit walten lassen, weil es im RP einfach besser funktioniert, wenn ne, oder die von der Originalwelt sozusagen die einzelnen Räume halt nicht optimal sind, um die mit mehreren Leuten zu bespielen. So, ne? Ja klar, also ein paar Änderungen mussten sein. Genau. Mal kurz so reinlunzen in die ganzen Ecken. Ja, also du kannst auch, wie gesagt, also prinzipiell, auch wenn es natürlich später nicht erlaubt wäre, du kannst auch gerne in jeden Raum rein, wenn du irgendwie sagst, okay, also hier zum Beispiel ist die Fleischerei, wenn du sagst, okay, du willst hier mal angucken, wie es in der Fleischerei aussieht. Naja, ich dachte, machen. Wir gehen zuerst in die Schatzkammer. Welche von den vielen? Ja. Was mich halt am meisten fasziniert, ist, dass mir die Hafenstadt, die hat ja keinen Namen in Rissen, ne? Ich glaube, die hat keinen Namen. Sie gefällt mir in der Gothic Engine, glaube ich, fast ein bisschen besser. Das ist absurd. Wann released ihr eure Daten, damit das Returning-Team die klauen kann und ihre Mod einbauen kann? Ja, also prinzipiell ab nächsten Sonntag, also doch in einer Woche, ist es halt so, dass jeder alle Sachen halt kriegt, ne? Also alles ist dann open. Warte nochmal, Konz, kannst du nochmal einen Schritt zurück, bitte? Eine Sache würden wir dir gerne noch zeigen. Hier kommt nämlich ein interessantes Feature. Nochmal einen Schritt zurück. Und zwar gibt es bei uns schwarze Bretter, die halt auch, mit denen man interagieren kann. Das heißt, du gehst da dran und jetzt ist sozusagen das Haupt, die Haupttaste, um mit Sachen zu interagieren, ist die P-Taste, das sogenannte P-Menü. Und wenn du da jetzt drauf drückst, dann wirst du sehen, was du damit machen kannst. Ansehen? Ja. Mit eigenem Menü? Wein zum Sonderpreis, das klingt doch interessant. Margus Wandel verkündet hiermit feierlich für den aktuellen Monat jegliche Weinsorte zum Sonderpreis zu verkaufen. Jede vom Orten gereifte Flasche Wein kostet somit 2 Silberlinge weniger als zuvor. Eine Flasche einfachen Wein 6 Silberlinge. Eine Flasche Wein nach besonderem eskalonischen Rezept 9 Silbermünzen. Ah ja. Genau. Und da kann halt, also die gibt's in vielen Gebäuden, gibt's dann so Anschlagbretter. Die ist jetzt, also das hier ist von der Taverne ist sozusagen für alle zugänglich, da kann jeder, also da könntest du auch jetzt was dran schreiben, wenn du das möchtest, aber ansonsten gibt es halt für jeden Betrieb sozusagen oder für jedes wichtige Gebäude ein eigenes Anschlagbrett, wo nur diejenigen das ranschreiben können, die halt auch dort arbeiten. Okay, ich muss ab und zu den Chat clearen, so, damit das schön clean bleibt. Ja. So, hier ist unsere Taverne. So, wie wär's denn jetzt, Leute, mit einer Kneipenschlägerei? Let's go. Oh. Jo, wenn du willst, kannst du gerne zu den Tieren da gehen. Ich meine, wir haben ja 3 Leben, Leute. Alles easy. Kann ich da mal vorbei? Ist der Wirt jetzt eigentlich ein NPC oder ist es ein Spieler? Der Beruf des Wirts bzw. des Kochs ist halt ein vollwertiger Beruf, den halt Leute erlernen und ausspielen können. Ja, Punkt. Also das ist jetzt ein echter Spieler in dem Fall auch. Und, sogar mit eigener Thekenanimation, ne? Dass es sich so über den Tresen rüberlehnt. Das finde ich so ein geiles Detail. Ja. Also wir haben recht viele Animationen halt selbst von Hand gemacht, wo wir halt immer gesagt haben, es wäre cool, wenn es die einfach gäbe. Und haben die dann, also da gibt es eine Vielzahl von. Ich finde, der Wirt sieht ein bisschen aus wie ein junger Bodo Henkel. Der hat so den Schnauzer, ja, also der ist schon ein bisschen hier, also ein bisschen Ähnlichkeit ist da.
Der Wahnsinn. Genau. Gut, dass alles aussieht. Sogar eigene Bilder, ne? Genau, nicht alle sind jetzt von uns. Sagen Sie mal, was können Sie mir über dieses Kunstwerk denn erzählen? Also, ich selbst gar nichts, aber ich hab's auch nicht aufgehangen, wenn dann müsste der Koch dir was sagen können oder der Wirt. Sehr schön. Da hängt das gleiche Bild nochmal. Ja, das war im Angebot. Ach so. Sehe schon. Sind aber zwei Originale auf jeden Fall. Da sitzt sogar einer in der Robe. Mhm. Also einer unserer Magier, den du gerade da siehst, genau. Oder beziehungsweise sogar zwei. Ein Novize. Ah ne, ja. Novize. Zwei Magier und ein Novize sind hier. Also hier ist gerade die Magier-Clique versammelt hier oben. Ja. So, und hier können wir jetzt einmal, wenn du möchtest, gehen wir einmal kurz nach hinten. Das ist jetzt würden wir da einmal sozusagen den Beruf des Kochs zeigen. Das heißt, angenommen, du hättest jetzt sozusagen im RP deine Lehre jetzt hier begonnen, dann wäre hier sozusagen dein Hauptarbeitsplatz. Und du hast jetzt auch schon durch das Inventar alle Gegenstände, müsstest dann, ne, also du kannst da gewisse Sachen halt nur mit gewissen Gegenständen benutzen. Mhm. Also du brauchst halt einen Kochlöffel, du brauchst eine Pfanne, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und du brauchst logischerweise Rohstoffe, ne? Ob es jetzt Mehl, ob es Eier, ob es sonst was ist. Und du musst, glaube ich, musst du die Fackel ausmachen? Bin nicht sicher. Nee, okay, musst du nicht. So, was können wir denn hier? Oh, wir können. Da fehlt mir Sauerteig für. Dafür brauche ich Zeug. Ja, also ich kann nichts davon machen, weil mir Sauerteig vor allem fehlt. Genau. Ja, das können wir mal kurz einrichten. Ja, aber du kannst erstmal einmal kurz raustemmen. Ich glaube, das eventuell hat mir so eingerichtet, dass du auf einem anderen Tisch erstmal also den Sauerteig machen könntest, glaube ich. Ja, es ist natürlich die große Frage, wie komme ich aus diesem Menü wieder raus? Es müsste eigentlich entweder mit Escape oder mit Backspace müsste gehen. Ah ja, Backspace geht. Escape kommt nämlich nur das Menü. Ja. Ne, also wenn du jetzt hier dran gehst, dann kannst du hier andere Sachen herstellen. Hier an den Tisch. Ich wollte nur gucken, ob mich der Wirt nicht verkloppt, weil ich hier sein Zeug benutze. So Sauerteig. Jetzt gerade hast du natürlich bei allem die Fackel in der Hand, weil du halt ein sehr mutiger Koch bist. Ja, ich knete den, also ich bin ja Profi, ich knete den Teig und brate ihn gleichzeitig. Ah, das ist doppelt so schnell. Okay, Halt ein echter Meisterkoch halt. Dann machen wir mal ein bisschen Sauerteig hier. Genau, und dann siehst du die Anzeige. Ah, dann haben wir so einen Fortschrittsbalken da oben sogar noch. Wie geil. Genau. Und dementsprechend, logischerweise, brauchst du dann Ausdauer. Und deswegen ist dann irgendwann sozusagen limitiert, wie viel du an einem Ingame-Tag sozusagen überhaupt produzieren kannst. Und deswegen brauchst du dann halt auch weitere Lehrlinge, die dir dann eventuell gewisse Arbeiten abnehmen, damit überhaupt sozusagen das Ganze, was gebraucht wird, auch produziert werden kann, weil ja jeder, also irgendwann ist man halt einfach erschöpft und kann das nicht mehr selbst machen. Das heißt, ein Koch alleine oder auch bei anderen Berufen, eine Person alleine kann schwer eine ganze Stadt durchfüttern beziehungsweise liefern. Ne? Ist natürlich eine interessante Frage im Chat, die ich mal weitergeben möchte. Ihr habt ja gesagt, ihr schreibt über das Ingame-Textsystem. Ja. Jetzt weiß ich nicht, für GMP gibt es da Voice-Plugins? Falls ja, ist das bei euch auch geplant oder sagt ihr eher, nee, wir möchten das gerne über Text halten? Ja, nee, also GMP ist seit jeher textbasiert. Es gibt ja andere Spiele, wo das halt mit Voice gang und gäbe ist. Das ist aber nicht, also im GMP nicht so, sondern da wird das seit jeher über Text gelöst und das wird halt auch so bleiben. Also da gibt es bei uns jetzt auch nichts Außergewöhnliches sozusagen, dass wir jetzt sagen, wir sind der Erste oder der Einzige, der das jetzt rein über Voice macht, weil halt auch viele Sachen, die du halt beschreibst mit /me zum Beispiel und so, die kannst du gar nicht im Voice sozusagen so rüberbringen, ne? Weil du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht mit Stimme erklären, was dein Charakter jetzt macht, außer reden sozusagen, ne? Deswegen, also wird das halt weiterhin auch Text bleiben. Okay. Dann braten wir uns doch mal ein Spiegelei. Nom 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 nom. Naja, und das ist halt, ihr seht, gerade hast du natürlich sozusagen zum Zeigen die höchste Stufe erreicht. Du kannst natürlich alles.
Nachher im Spiel ist es so, du fängst logischerweise als Lehrling an, irgendwann bist du Geselle, irgendwann wirst du Meister. Das sind 10 verschiedene Stufen. Mit jeder Stufe kannst du neue Rezepte lernen. Die kannst du dir entweder selber beibringen, weil wir ein Learning-by-Doing-System haben. Das heißt, du brauchst nicht zwingend einen Meister, sondern wenn du Sachen oft genug selber versuchst, dann kannst du sie irgendwann. Am Anfang ist da eine Fehlerquote drin. Das heißt, du in dem Fall jetzt als Koch verhaust du halt dann sozusagen Essen und verbrätst dich sozusagen. Und je öfter du das machst, desto besser wirst du da drin, bis du irgendwann das jeweilige Rezept gemeistert hast. Mhm. Beschleunigen kannst du das Ganze halt mit Lehr-RP, also wenn dein Meister dir natürlich etwas zeigt, dann kannst du das anschließend sofortig, beziehungsweise deutlich schneller, sodass es beides interessant ist. Also entweder, dass du dir alleine Sachen beibringst, oder dass du halt dieses typische Meister-Schüler-Lehr-RP trotzdem machen kannst und das immer noch beides einen Mehrwert hat sozusagen. Mhm. Je nachdem, was für dich besser passt. Oder falls dein Meister halt irgendwie mal ein paar Tage nicht erreichbar ist, dass du dann nicht alleine einfach stehen bleibst und nicht weiter vorankommst, sondern halt auch alleine einfach lernen kannst. Ja? Echt schön hier. Hier bleibe ich. Will gar nicht mehr sehen. Nee, Quatsch, wir gehen natürlich jetzt mal weiter. Genau. Jetzt würden wir einmal dir noch was zeigen. Und zwar gehen wir jetzt einmal links lang. Wir gehen außen lang zu unserer Arena. Es gibt Arena? Oui. Ja. Und dort können wir dir dann ein weiteres Feature von unserem Server präsentieren. Ist das eigentlich die Risen 1 Musik, die im Hintergrund läuft? Nein. Oder ist wir das, haben die, ist die Lieder, so eine Variation, die wir gemacht haben. Ne? Ja, genau. Die Lieder sind von uns, von jemandem von uns, vom Teil des Teams selbst gemacht. Selbst natürlich angelehnt an Risen und Ähnlichem, aber nichts davon ist quasi direkt aus Risen gezogen, sondern alles ist halt mit Programmen und so selbst komponiert. Mhm. Ja, hier kann man sich waschen, wenn man möchte. Ach, ich dachte, das wäre die Arena. Nee, okay. Ja, genau. Also hier, du kannst dann halt auch, da müsstest du mir mal kurz helfen, Nemo, was waren das, F9? Also mit irgendeiner Taste konntest du doch die ganzen Manis anzeigen lassen. Das geht, glaube ich, über das, ich glaube, über das P-Menü, wenn man niemanden, über das P-Menü, also wenn man niemanden im Fokus hat, einmal P drücken, dann ist da Animation der Punkt und, da gibt es dann eine Liste aller Animationen. Ah ja, okay. Wo ist denn Twerken? das sehe ich jetzt gar nicht. Das kommt in der Zukunft dann irgendwann, glaube ich. Ja, aber du kannst. Was ist denn lauern? Warte mal, was ist denn, glaube ich. Was ist denn lauern? Oh, jetzt. Ups, okay, Moment. Ja. Also am besten nicht im Wasser machen, sonst ertrinkst du. Was? Warum? Moment. So, lauern. Ja. Look at me, I'm Sam Fisher now. Ja, Solid Snake Air. Und man kann sogar kriechen damit? Ja. Ach, cool, das ist eine Walking-Animation, okay. Ja, du kannst vorwärts, rückwärts, kannst seitwärts gehen. Springen kannst du nicht, dann machst du Liegestützen. Ja, wie ich im Real Life. Ja. Genau, das ist eins unserer Dinger, die haben wir relativ lang dran gesessen, dass das funktioniert, aber. Wie komme ich denn da wieder raus eigentlich? Indem du nochmal lauern machst. Also. Also nochmal lauern eingeben, genau. Perfekt. Genau. Oh, warte mal, da kann ich noch eine Fackel anzünden. Ich leiste auch meinen Beitrag. Und prinzipiell ist die Lauern-Ani halt eher dafür gedacht, wenn du halt in der Wildnis jemanden auflauerst, ne, dann, damit du da nicht einfach nur mit deiner typischen Schleichen-Ani in einem Busch stehst und jeder sieht dich. Wenn du nämlich Lauern im Busch machst, bist du halt wirklich so gut wie unsichtbar für die Leute. Das ist natürlich eine wichtige Animation. Ja, natürlich. Fast die wichtigste. So, wenn wir hier gehen, jetzt mal hier zum Tor. Arena.
Ja, hier ist so ein kleines Holzfällerlager. Und da prügelt sich wer. Immer feste drauf. Parier doch. Da wäre natürlich Voice super. Ja. So, pass auf, dass gibt's du jetzt nicht erwischt wirst, ja? Ach, gibt's so bisschen. Okay. Auf den hätte ich sowieso mein Geld gesetzt. Genau, und hier können wir jetzt einmal auch testen, wenn die drei sich gleich einmal verabschieden. Und hier werden wir jetzt dir ein weiteres Feature zeigen. Und zwar wäre es gut, wenn du einmal kurz die Fackel wegnimmst. Ja, das habe ich gerade schon mal probiert, aber ich krieg sie irgendwie nicht aus. Gibt es dafür eine Schnelltaste? Auch einmal slash fix me in den Chat eingeben, dann müsste die auch weg sein. Genau. Und jetzt einmal dein Schwert ausrüsten. Und jetzt wirst du gegen Nemo Das ist mein Schwert. Ich nehme den Brotschieber. Der kannst auch gern damit. Also wenn du gut bist im Kampf, dann gut im Kampf. Gegen mich muss man nicht gut sein. Also das sollte kein Problem sein. So. Ja. Jetzt ist es so, pass auf. Jetzt kannst du nicht einfach nur gegeneinander kämpfen, sondern man kann einen richtigen Übungskampf gegeneinander machen, der auch um Fähigkeiten, also um Stats sozusagen ist. Und der Gewinner, der kriegt quasi einen sogenannten Stat-Teach. Mhm. Ohne dass du sozusagen Lehr-RP mit einem Meister, der dir sozusagen Stärke beibringt, das machen musst, sondern einfach, du kämpfst gegen jemanden, bist du der Stärkere, kriegst du auch diesen Teach und somit dann halt in dem Fall einen Stärkepunkt mehr oder je nachdem, was du auswählst. Das heißt, du guckst einfach, dass du jetzt Nemo im Fokus hast und drückst einmal P und dann müsste da Übungskampf mit bei sein. Trainingskampf, ja, gibt's hier. Genau, und sagst du, genau, gehst du auf Trainingskampf, sagst du, um Fähigkeiten, um Stats, genau. Ja, um Stärke. Sagen, genau. Einer der Charaktere ist zu gut. Ich bin zu gut. Das kann ich sagen. Aber das steht da. Ich kann auch Geschick nehmen. Geschick geht auch nicht. Ja. Geht auch nicht. Das Unterschied, ja, 15 so Statpunkte in Stärke plus Geschick. Genau, aber da können wir erklären, damit halt es nicht nachher so ist, dass starke Spieler Schwache einfach immer umkloppen und dann sozusagen Stats abgreifen, gibt es halt eine Limitierung, wie stark, also wie unterschiedlich die Stärke zueinander sein darf, damit es ein offizieller Übungskampf ist. Mhm. Also ich habe 20 Stärke, 20 Geschick, falls euch das gerade irgendwie hilft. Ja, Moment. Ich habe jetzt auch 20 Stärke und 5 Geschick. Das müsste eigentlich funktionieren. Probier's nochmal. 20 Stärke, 5 Geschick. Nee, ist ja zu viel, weil 15 Unterschied da ist. Ja, ich habe gerade. Also es steht immer noch die gleiche Meldung. Steht immer noch dieselbe Meldung. Das ist ja. Gib dir vielleicht mal. Ich habe keine Ahnung. 6 Geschick, ja. Dann sind es ja nicht mehr 15. Unterschied. Der stand da, dass du, dass der andere Spieler zu gut ist, ne? Einer der Charaktere ist zu gut. Dix. 10. So, jetzt geht's, mal. Ja. Jetzt ging's, ja. Aha, okay. Auswahltalent. Aha. Genau, jetzt suchst du halt aus, quasi, wenn, falls du gewinnst, was du sozusagen gelehrt kriegen möchtest. Okay. Da habe ich halt schon Statcap erreicht, das heißt, ich würde mal ohne auswählen. Ja, kannst du auch. Aber prinzipiell geht das halt so. Und dann habt ihr 3 Minuten Zeit, gegeneinander zu kämpfen. Sollte jemand anders da sich sozusagen einmischen, dann wird der Kampf auch abgebrochen. Also du kannst nicht sozusagen erschummeln, dass du einen Teach dann kriegen würdest. Und dadurch, dass das ein offizieller Übungskampf ist, werdet ihr halt, also zählt das nicht als Kampf. Also jemand, der umfällt, der stirbt dann automatisch nicht, weil es ist ja nur ein Übungskampf. Ne? Und dann versucht's mal. Jetzt. Okay, das ist stärker von euch. Jetzt, wo ich die ganze Zeit Gothic 1 gespielt habe. Goddammit. Immer feste drauf. Komm her, Bürschchen.
So, sehr gut. Ja, das war jetzt auch nicht schwierig. So, kann ich dich jetzt looten? Das ist ja, das macht man in Gothic. Nee. Also zum einen ist es erstmal, dass du siehst, ihr habt beide Energie jetzt wieder gekriegt, weil es halt als Übungskampf ist, damit jetzt nicht einer von, also der Verlierer jetzt mit 0 HP sozusagen rumlaufen muss. Und es ja, wie gesagt, einfach nur ein reiner Testkampf ist, wird einem HP wieder gutgeschrieben, damit es sozusagen weitergehen kann. Und du könntest jetzt natürlich, also du hättest jetzt natürlich sagen können, dass du gerne den Nemo ausrauben möchtest. Das wäre legitim, also wäre erlaubt im RP. Aber da müsste man dann einfach gucken, wie sich das sozusagen entwickelt. Also ob dann Nemo eventuell noch versucht, sich dagegen zu wehren oder so. Aber theoretisch gesehen kannst du natürlich jemand sein, der sagt, ich ziehe dich nonstop ab. Das direkt vor mehreren Zeugen ist natürlich ein bisschen riskant, aber es ist halt dein Lifestyle nachher. So, ne? Das funktioniert dann alles über den Chat sozusagen. Also dann musst du quasi über den Chat eingeben, ja, ich durchsuche dich jetzt nach Silbermünzen und ne, solche Sachen. Ah ja, verstehe, halt, okay. Genau so läuft das dann. Ich gehe mal ganz frech da zum Tor. Ja. Ah, es ist offen. Okay, das wollte ich wissen. Ja, wer soll das denn auch zumachen? Also hier rechts würde es jetzt zur Gosse gehen. Das heißt, wir haben nicht nur die Stadt, sondern wir haben auch die komplette Insel, nehme ich an. Ja, genau. Ja, klar. Also. Scheiße. Okay, let's go! Also wir haben hier oben zum Beispiel ein Gebiet, was wir erweitert haben. Hier geht es den Berg hoch und da ist quasi, das ist die Gosse sozusagen. Da können sich die niederlassen, die sich keine Hütte als zum Mieten leisten können, sozusagen. Also die Geringverdiener quasi. Sozusagen, genau. Die hart Geringverdiener, ja. Ah, ist ja, kein großes oben. Gebiet, okay. Aber es ist halt einfach so ein eigener RP-Punkt sozusagen, RP-Hotspot für halt Neuankömmlinge, die, ja, wie gesagt, noch nichts haben, damit die halt irgendwo schlafen können. Das ist natürlich... Genau. Sehr geil. Dann würden wir jetzt einmal den Weg hier wieder runtergehen, von dem wir gekommen sind. So, ich nehme an, wir bleiben noch in der Stadt. Wir bleiben noch ein bisschen in der Stadt. Genau. Es juckt bestimmt in den Fingern, aber wir gehen noch raus, keine Sorge. Ja, ich will die Tempel in Rissen erforschen. Let's go. Hier wäre jetzt auch die Stelle sozusagen, wenn du jetzt als ehemaliger Holzfäller also Bäume fällen würdest, dann würdest du die wahrscheinlich hier hinschleifen und hier könntest du dann halt auch am Bock dann das zersägen. Da ist eine Prügelei! Oha. Sowas Unkultiviertes. Okay, 10 Silberlinge auf den im blauen Hemd. Okay. Ich will erstmal gucken, wer ist denn das? Dann kann ich auch sagen, ob das mir ein Wert ist. Warte. Okay, nee, ist nicht. Ich wette nicht mit. Oh. Was dann natürlich ein bisschen auffällt, dass die Geräusche, also die Treffgeräusche fehlen bei mir. Ist das ein Bug oder ist das nicht fixbar im Gothic Multiplayer? Also ich hör die Schwunggeräusche, ja, von den Armen, aber die Treffgeräusche fehlen bei mir aktuell. Achso, das ist, glaube ich, da müssen wir mal mit Sabrosa sprechen. Der entwickelt diesen ganzen GMP ja. Ob das so gewollt ist oder ob das vielleicht noch ein kleiner Fehler ist. Ja, genau, da müssen wir mal gucken. Jetzt könnten wir dir, also wir können auch warten, ich weiß nicht, wie lange gedauert hat. Oh, ich habe 10 Silberlinge verloren. Das hätte ich mal doch gewettet. Ja. jetzt würden wir dir gerne einmal ein weiteres Feature zeigen. Und zwar diese ganzen Wohnungen, die es ja auch in Risen selbst gibt. Da lebt logischerweise nicht die Person drin, die in Risen da drin leben, sondern die sind jetzt aktuell sozusagen frei beziehbar. Und die kann von jedem Spieler, von jedem Bürger der Stadt angemietet werden. Ja, damit du deine eigenen 4 Wände hast.
Ist aber schon recht hübsch eingerichtet. Sieht aus wie meine Wohnung. Ja, darum geht's ja. Also, das ist genau. Jetzt kommt das Interessante halt. Und zwar, wenn du das jetzt gemietet hast, dann kannst du das einfach selbst einrichten. Ja? Du kannst dann zum Schreiner, lässt dir halt verschiedene Tische, Stühle, Betten, was auch immer, Schränke anfertigen und kannst dann halt in deinem Bereich, in deiner Wohnung sozusagen diese selbst setzen, wohin du möchtest. Ja? Das heißt, im besten Fall, damit es ein bisschen heller ist, können Nemo und ich mal kurz eine Fackel anmachen. Ich habe hier einen rustikalen Hocker. Ja, genau. Warte noch eine Sekunde. So. Genau. Ja, ich mache auch gleich mal eine Fackel an, dann kannst du deine wegpacken. Achso, das muss ich wieder durch Fix Me, ne? Ja. Ist wohl, also wenn du zwei Fackeln hättest, dann könntest du ja, ne? An aus, ja. Okay, ja. Dann habe ich hier jetzt ein edles Bett. Das, Ja, also mach am besten das Bett jetzt nicht unbedingt, sondern. Alter, mach, was du willst. Also das mach ich sowieso. Also auf jeden Fall kannst du, egal welches davon jetzt von den Sachen, also auch mit dem Hocker, mit dem Tisch, kannst du jetzt quasi droppen, so wie du das halt auch in Gothic-Sachen droppst. Und dann kommst du in den In-Game-Spacer rein. Und jetzt kannst du halt über die, wie oben rechts beschrieben, über die Pfeiltasten und mit Bild hoch und runter mit Shift kannst du sozusagen die einzelnen Schritte erhöhen, damit es ein bisschen schneller geht. Ah ja. Und den kannst du jetzt quasi setzen, wo du möchtest. In deiner Wohnung. So ist gut. Ja, wenn du meinst, kannst du das gerne machen. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Geht das? Nein, es geht nicht. Also du kommst zwar raus, aber du kannst außerhalb deiner vier Wände es nicht setzen. Und wenn du zu weit nach außen gehst, dann bricht auch der In-Game-Spacer einfach ab. Okay. So, und dann drück ich Enter, oder? Genau. Müsste Enter sein. Genau. Und dann kannst du den halt auch benutzen. Ja. Ein 1A Schwebestuhl. Ja, und so kann man halt den ganzen Raum einrichten, weil man jetzt die entsprechenden Sachen gekauft hat beim Schreiner. Genau. Das ist natürlich cool. Oh, das ist natürlich was für mich, da würde ich ewig lang Housing machen. Housing ist so meine Achillesferse bei sowas. Das ist halt. Und das geht halt prinzipiell mit einer. Das geht natürlich jetzt mit Möbeln, aber es geht nachher später auch, keine Ahnung, ich sag mal, mit Tellern, also mit allem halt einfach. Du kannst es einrichten nachher, wie du möchtest. Auch Sachen an eine Wände hängen, wenn du halt das, ne? Du kannst natürlich jetzt auch ein schräges Bett machen. Das ist perfekt ausgeglichen ist vom Gewicht. Ja. Du lässt dich auf jeden Fall bequem schlafen, wie das aussieht. Ja, Moment, ich hab einen Plan. Ah, okay. Sekunde. Ja, wir haben Zeit. Etwa 3 Stunden später. Das sogenannte Wandbett. Ah, sehr cool. Das ist eine neue Erfindung von mir. Spart sehr viel Platz. Das stimmt. Mit dem Reinlegen ist es halt nicht so gut, aber ansonsten. Ja, du könntest halt immer sagen, du kannst es ja nachts hochklappen und wenn du dann wirklich schlafen willst, dann klappst du es halt wieder runter, indem du halt einfach nochmal in den In-Game Spacer gehst und es nochmal veränderst. Sehr schön. Genau, das geht nämlich auch mit dem P-Menü. Da kannst du dann auf Objekt gehen, glaube ich. War das genau, Objekt? Und dann kannst du da quasi die Sachen nochmal bewegen, die da. Raum hier gibt's. Raum, okay. Ah ja, verstehe. Okay, das ist alles sehr geil gemacht. Ja. Ja, du könntest jetzt halt sagen, dass noch jemand sozusagen Rechte hat, hier mit dir zu wohnen. Du kannst halt dann die Objekte, die hier stehen, dann noch verändern oder auch sozusagen wieder deplatzieren und dann halt sind sie wieder in deinem Inventar. Und so kannst du halt quasi den Raum so einrichten, wie du das halt einfach möchtest dann nachher. Okay, das ist natürlich auch geil. Dasselbe geht dann logischerweise in jedem Gebäude. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Koch in der Taverne bist, dann kannst du logischerweise auch die Taverne dementsprechend ausschmücken und sowas. Du kannst auch jetzt hier... Leider keine Münze, um in den Brunnen zu werfen.
Naja, aber du kannst draufdrücken und dann kannst du Wasser schöpfen. Weil du brauchst halt Wasser für Kochen und all sowas und verschiedene andere Sachen. Ich bin der Schöpfer. Aber letztens war ich auch beim Friseur. Manche nennen mich den Herrgott. Okay, der war schlecht. Oh Gott. Also viele, viele Gegenstände, die du halt allgemein siehst, ne, wie du siehst, also selbst die Lichtständer, also die Fackel, ne, wo die also du kannst vieles mit vielem interagieren, es ist sehr wenig, was nur reine Zierde ist. Ich häng fest. Moment. Ich hab's geschafft. Ah, jetzt. Ja. Okay. Ja, und hier, wie gesagt, prinzipiell jede Wohnung, überall, wo du hier rein kannst, oder auch wenn du hier hochgehst, alles ist quasi, kannst du dir anmieten im Spiel dann und dann ist es dein Eigenheim. Die wichtigste Frage, die natürlich auch schon im Chat gestellt wurde, gibt es denn neue Zauber, die ihr eingebaut habt? Und vor allem gibt es den Levitationszauber aus Risen? Das ist tatsächlich ein großes Thema. Schweben kann man bei uns nicht. No. Ja, das würde zu schwierig sein, das nachher logisch irgendwie ins Spiel mit reinzubringen, also dass es einfach funktioniert. Aber es gibt verschiedene Zauber, da müsste Nemo jetzt aber sagen, gibt's. Ich glaube, wir haben nur die es eh gibt, also die es standardmäßig gibt, leicht umgewandelt, aber ich glaube, es gibt keine neuen, also es gibt, an sich, ne? Oder? Es gibt die standardmäßigen Zauber aus Gothic 2. Und es gibt dieses Zauberpaket von Mudfreak in der Modder-Datenbank. Davon haben wir auch einige Zauber mit eingebaut. Aber Levitation ist leider nicht dabei. Ist etwas schwierig umzusetzen mit der Gothic Engine. Dann können wir einmal kurz hier rein. Also hier ist sozusagen das Gebäude vom Orden der Flamme. Einer der Gilden, einer der Fraktionen bei uns im Spiel. Und da können wir direkt einmal, also hier unten sind nur die Schlafräume, also kannst du dir natürlich auch gerne angucken, aber hier sind nur die Schlafräume. Oben sind dann die eher interessanten Räume. Ja. Gleich hoch natürlich. Alter, das ist doch überhaupt keine Frage. Ich mag die Roben sehr gerne. Hui. Magie? Genau. Also wie du eventuell siehst, haben hier auch die Magier richtige Stäbe, die es halt standardmäßig in Gothic so nicht gibt. Ne? Da gibt es ja logischerweise nur die zwei normalen Zweihand- und Einhandwaffen. Ja, hier haben wir jetzt bei uns halt richtig, noch Stäbe mit drin. Und wo ist er denn? Hier ist er. Was? Ich hab Kristall, also Entschuldigung. Kristall, ja. Genau. Ich mag auch die Leuchteffekte sehr gerne. Die kommen besser zur Geltung, wenn ihr eure Fackeln ausmacht. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Ich hätte mir vorher noch das Plugin Better Fackels. Wie heißt das? Installieren sollen? Ui. Hier sitzen dann die schlauen Männer und beraten sich. Genau, also, genau. Hier, natürlich genau, die vom hier. Orden, ne? Also, ja. Sehr geil. Und ich nehme an, hier wird dann auch Roleplay gemacht und über wichtige Dinge diskutiert und gesprochen. Genau. Ja. Also die Magier an sich besprechen hier ihr Kram und Das haben wir ja aus Gothic 2 gelernt. Magier machen nie was, die reden nur. Deswegen brauchen die ja auch einen Platz zu reden. Sie haben ihr Alchemielabor, ne? Wie krass das eingerichtet ist. Vor allem, ich bin halt begeistert, dass das die Engine mitmacht. Weil ich erinnere mich an Legends of Azun, da ist ja die komplette Gothic Engine zusammengebrochen, weil zu viele Assets platziert wurden zwischendrin. Ja. Ja. Genau. Und da drüben, da stellen die Magier halt ihre Kristalle her und die Kristallsplitter. Aber die Stäbe sehen ja auch geil aus. Ach, du bist. Schon weitergegangen. Okay. Hallo, kann ich mal deinen Stab anfassen? Ja, okay. So. es wird langsam wieder Tag, das heißt, ich kann die Fackeln wegmachen. Schön. Ah, jo.
genau. Ja. Ja, dafür ja. würde es direkt Ärger geben. Genau. Aber das hat ja niemand gesehen. Ich bin ja, ja quasi. Nee, das ist. Du bist ja gerade nur Beobachter. Ja. Ah, ich komme ja schon. Ah, nee, nicht runter. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp, ja. Ja, gut. Sehr geil. Ja, was passiert, wenn man es aus Versehen macht? Das ist eine sehr gute Frage aus dem Chat. Es kommt darauf an, was du damit machst und was sozusagen der Zweck ist. Wenn du aus Versehen auf eine Taste drückst oder irgendwo landest und dann wieder runtergehst, dann wird niemand sich da beschweren. Du kannst halt auch Nachrichten, wenn du den Chat öffnest und zweimal Backslash, also zweimal Schrägstrich machst und dann Leerzeichen, dann sprichst du quasi out of character. Und dann kannst du halt sagen, yo, sorry, ich habe mich verdrückt oder so und dann ist alles gut. Es geht halt eher darum, wenn du halt wie ein Wahnsinniger halt einfach über die Dächer läufst und rumspringst und all sowas. Ja, vielleicht roleplay ich gerade Assassin's Creed. Ja, gut, ja, wenn du das machst, ja, aber dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben am Ende. Ne? Sehr schön. So, dieser Weg ist neu. Ja. Ist im Original so nischt. Genau. Hier geht's noch nach oben. Wir haben oben noch so ein Senatsgebäude. Wo dann auch die ganze Stadt sich versammelt und ja auch Reden schwingt, ne? Genau. Wir haben halt ein komplettes Politiksystem. Ach, das habe ich. Nee, warte mal, das Gebäude habe ich von unten gesehen. Ja. Ja, wir haben noch da oben auch noch eins, also. Ich wollte eigentlich dahin. Mist. Also, wie gesagt, wir haben halt ein Politiksystem, es gibt verschiedene politische Ränge, die halt Senatssitze sozusagen sind, die verschiedene Rechte und Pflichten haben und dort werden dann gemeinsam Gesetze in Senatssitzungen dann halt debattiert und dann halt auch umgesetzt, erlaubt wurden. Richtig schön. Ich finde auch den Artstyle richtig schön. Habe ich so in der Gothic Engine auch noch keine Modifikation gesehen, die so diesen Artstyle hat. Also der fügt sich auch harmonisch ein. Und wenn man Risen 1 jetzt nicht kennen würde, könnte man, glaube ich, auch nicht sagen, was ihr neu hinzugebaut habt. Das ist das gibt's in jetzt unabhängig von Gothic Online, gibt's das ja in sehr vielen Modifikationen, wo es mir immer auffällt, du siehst immer direkt, wenn das hinzugefügt wurde. Du merkst entweder die Stimmung ist eine andere oder dass der Detailgrad stimmt einfach nicht. Zu wenig Details, zu viel Details. Du merkst das relativ schnell, wenn irgendwas nicht dazugehört. Aber das habe ich hier jetzt gar nicht. Ja. Das sieht alles sehr organisch aus. Das freut uns, das war unser Ziel. Ja. Wir haben hier einen schönen Stell-Dich-Ein. Gott, wenn ich mehr Zeit hätte, ne, dann wäre so ein Gothic-Multiplayer-Projekt genau meins. Das merke ich jetzt gerade. Ich würde da wahrscheinlich total drin versumpfen und nie wieder was anderes spielen. Dann würden wir jetzt einmal noch einen Abstecher zum Jäger machen, weil wir dir da auch noch gerne zwei Sachen zeigen würden. Auf zum Jäger! Einmal links rum, genau. Hey, ja, liegt da ein toter Molet? Das ist ein Haustier. Genau. Genau. Das ist. Du müsstest, ich weiß nicht, drück mal einmal ganz kurz B bitte und guck mal, ob bei dir jetzt schon Jäger eingetragen ist. Als Beruf. Ich bin noch Koch. Ja, dann mach einmal bitte Fix Me und im besten Fall ist es dann weg. Also ist es dann geändert. Jetzt bin ich ein Jäger. Ja, sehr gut. Und. Jetzt kannst du da sozusagen mit interagieren, du kannst da drauf drücken. Und jetzt kannst du sagen, du möchtest es aufheben. Ach, wie cool. Ja. Ach, wie nice. Oh mein Gott. Kann ich das im normalen Gothic haben, bitte? Oh, ist das cool. Gehen wir da mit rein. Wie sieht das denn bei Schattenläufern aus? Wie trägt man die auf dem Rücken? Das interessiert mich.
Also es gibt einige Tiere, die zu schwer sind, die können nicht getragen werden. Alle leichtere Tiere können alleine getragen werden und schwerere Tiere kann man zu zweit tragen. Da gibt es auch nochmal eine eigene Animation, wo du gemeinsam mit jemand anderen etwas trägst. Und hier ist sozusagen jetzt der Bearbeitungsraum, sozusagen die, ja, wie nennt man es? Also hier arbeitet sozusagen, nee, einmal nochmal zurück. Ja, das ist okay, ich habe nichts gemacht, Entschuldigung. So, die Sache ist, du musst, in der Logik hier, musst du jetzt erst das Tier sozusagen fallen lassen, dann wirst du es automatisch ins Lager legen. Das ist, weil du sozusagen jetzt den Jägerberuf hast und du jetzt gerade im Jäger... Ja, die Frage ist, wie lasse ich denn das fallen? Indem du Inventar aufmachen, genau. Genau, so. Jetzt müsste auch stehen, dass du es... jetzt müsste es... Warte, noch mal kurz gucken. Hast du es jetzt schon fallen lassen? Ich glaube ja. Also du hast es zumindest nicht mehr im Inventar. Das heißt, jetzt geh einmal an den Tisch dran. Ah ja, jetzt kann ich auch was auswählen. Genau, und da müsste jetzt das Mole Rat mit bei sein. Und dann drückst Kadaver du halt eines Mole Rats. Einfach Enter, dann wird es auf den Tisch gelegt. Und jetzt hast du verschiedene Optionen, was du halt ausnehmen kannst von dem Tier. Ja? Ja, ich nehme mal den Kopf. Weil Köpfchen muss man haben, habe ich gehört. Das ist das, was am längsten dauert, aber okay. Na, komm schon, dafür habe ich ein Talent. Goddammit. Aber genau, und da kannst du halt... die Tiere, die du in der Wildnis erlegt hast, dann alle zu deinem Jagdhaus oder zu deinem Jägerhaus bringen, auf den Tisch legen und dann ausnehmen. Und dann kannst du, also und dann passiert das halt schneller und ohne Fehler. Wenn du das nämlich in der Wildnis machst, da kannst du das auch, da dauert es aber länger, weil du halt einfach nicht, ne, du hast nicht so eine saubere Umgebung, du herhockst da drüber und so, dann wird es halt schwerer für dich. Mhm. Das heißt, Sachen, die du ausnimmst, können halt fehlschlagen in dem Fall. Und dadurch, dass du halt nicht den Tisch hast, wo das vernünftig drauf liegt und so und du nicht einfach ganz normal davor stehen kannst, dauern die Sachen dann auch länger. Das heißt, es ist immer die bessere Wahl, sozusagen die Tiere mit zu deinem Laden wiederzunehmen und im besten Fall zum Beispiel Träger mitzunehmen, dass du bei einer Jagd nicht nur ein Tier mitnimmst, sondern dass du halt mit drei, vier Trägern das Ganze machst, die dann halt, wenn ihr ein halbes Rudel oder was fertig macht, dass die dann auch alle dann bei dir wieder landen. Hm. Genau. Wie ist denn das jetzt? Natürlich, vielleicht kommen wir da auch später noch dazu, aber die Frage schoss mir gerade in den Kopf. Respawnt denn die Tierwelt an sich in irgendwelchen Zyklen? Damit man immer was zum Jagen hat? Ja, die haben, sag ich mal, feste Zeiten, feste Intervalle, wann die sozusagen respawnen, wann die wiederbelebt werden und auch andersrum, wie lang sozusagen etwas, also ein Tier verwertet werden kann. Wenn du ein Tier killst und du läufst weg und du kommst eine Stunde später, sag ich mal, wieder, dann kannst du das Tier nicht mehr verwerten, weil es halt vergammelt ist sozusagen. Ja, es ist halt nicht mehr zu gebrauchen. Du musst halt, wenn du ein Tier erlegst, das direkt mitnehmen und verwerten. Wenn du zu lange brauchst, dann hast du es halt umsonst quasi erlegt. Und genau, nach gewissen Intervallen respawnen quasi die Tier- und Pflanzenwelt und alles wieder neu. So, das ist immer logischerweise, dass logischerweise immer was zum Jagen und so da ist, ne? Weil ansonsten würdest du einmal die Welt clearen und dann wäre da nicht mehr groß viel Spannung für irgendwen und für manche Berufe halt auch nichts mehr einfach da, ne? Mhm. So, und jetzt kannst du halt prinzipiell, also das wollten wir ja nur einmal gezeigt haben, jetzt kannst du da halt raus switchen. Ich glaube, einfach mit der Rücktaste kannst du das, glaube ich, machen oder mit Backspace. Genau, und dann ist das weg. Das war einmal zu viel. Aber ich kann hier jetzt zum Beispiel auch... Oh, schön. Da liegt dann auch ein Skeptischer. Ja, du kannst auch alle anderen... Ja, du kannst auch, wenn du Bock hast, kannst du auch gerne alles ausnehmen. Ja, nee, lass mal. Wir haben heute ja noch was zu tun. Ja. Ja. Aber genau, hier kannst du das halt sozusagen machen. Und weil wir gerade hier sind, weil mir gerade auffällt, wir haben das bei der Taverne vergessen, weil du so schnell draus warst. Du bist jetzt hier quasi im Jägerlager. Mhm. Und wenn du jetzt mich nicht im Fokus hast, sondern nichts im Fokus hast und du drückst P, dann kannst du ins Lager gucken von diesem Betrieb. Ja? Jetzt siehst du einlagern, auslagern. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal sagen auslagern und dann oder einlagern. Ach Gott, oh hallo. Und jetzt das siehst du, das ist jetzt halt sozusagen gerade alles in diesen Regalen halt drin. Ah, ja? Okay.
Und dann kannst du, genau, kannst du dann auch. Also ich würde mir mal das Silber nehmen, ne? Also ich würde es. Ja, mach ruhig. Ne? Drückst du einmal drauf, dann fragt er dich gleich, wie viel du davon haben möchtest. Dann gibst du die Zahl ein. Maximal 10. Was? Buh. Jetzt habe ich Varanzung genommen, was? Ups, das war. Das hatte ich nicht ausgewählt, oder? Versuch nochmal. Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Ah, jetzt. Ich habe mich wahrscheinlich einfach nur verklickt. Ah, ich bin reich. Aha, macht's gut. Tschüss. Okay. Genau. Alarm. Und andersrum alte könnte... Und andersrum kannst du dann halt auch dementsprechend einfach, indem du dann sagst, einlagern und dann öffnet sich dein Inventar und dann droppst du Sachen und dann kannst du, ohne dass du das händisch eingeben musst, Sachen in das Lager legen. Hm, ja, aber jetzt ist natürlich das Wichtigste, ist das Bordell noch da? Nein. Warum? Was ist los mit euch? Warum? Das ist doch Quatsch. Wir spielen ja vor Risen und da war das halt noch keins. Da ging's Escalon noch gut. Also wenn du jetzt aktiv spielen würdest, dann könntest du ja versuchen, hier ein Bordell einzubauen. Also, Okay, ich habe ein neues Lebensziel. Gibt's doch nicht. Ja, dann. Kein Bordell. Bordell ist weg. Da werdet ihr ziemlich viel Backslash bekommen. Das ist also kein Bordell ist ja, also das ist. Das ja, drückt schon die Stimmung. Die Welt ist ja dynamisch, also man kann sie auch aktiv verändern, wenn man sich einbringt, ne? Das ist ja, ja, wenn jetzt hier der Rüstungsbauer nicht mehr erwünscht ist und man im RP dagegen vorgeht, ne? Ja, wer braucht schon Rüstungen in Roleplays, bitteschön. Aber finde ich auch wieder sehr schön alles. Alles sehr schön detailliert hier. Sehr geil. Oh, dann würden wir einmal quasi den Bogen gehen und dann langsam tatsächlich auch schon Richtung Ausgang Stadt. Also du kannst natürlich auch gerne, wenn du möchtest, den Turm hoch. Ach, den kann man jetzt hoch? Ja, ja. Der ist begehbar. Ich muss. I have to. Ja, der hat sich ein bisschen verändert seit Risen. Ja. Also hier gehen wir jetzt dann quasi jetzt auf dem Weg, wo du jetzt bist, auch an dem Außengefängnis vorbei, also an dem genau. Gefängnis der Stadt. Genau, hier ist das Gefängnis drin. Mhm. Ah, stimmt, ja, das Gefängnis da vorne gibt's gar nicht, ne? Da vorne? Nee, das gibt's nicht, genau. Wie im Risen. Ah ja, okay. Genau. Das ist hier. Das heißt, man kann, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein hypothetisches Szenario, ja, jetzt nehmen wir mal ein hypothetisches Szenario, jemand würde 1400 Silberlinge klauen. Ne? Ja. Einfach mal so rein hypothetisch. Würde der dann auch in den Knast hier kommen? Also vermutlich. Also es kommt darauf an, wie sich die Situation entwickelt. Ne? Ob du weiterhin fliehst, ob die Wachen dich niederringen müssen, ob du kooperativ bist. Ja. Und eventuell ist es heißt. Jetzt stellt sich natürlich mir als Speedrun-Experte die Frage, ist es auch erlaubt, aus dem Gefängnis auszubrechen? Ja, wenn du es hinkriegst, kannst du ausbrechen. Okay. Du kannst halt auch, deswegen ist halt auch die Position so interessant. Wir haben halt extra gesagt, wir möchten das an dieser Stelle haben und nicht irgendwie in der Kaserne oder so, wo keiner hinkommt, sondern du hast die Möglichkeit als Gefangener mit den Bürgern, die eventuell bei dir vorbeilaufen, zu interagieren und eventuell dass Sachen geschmuggelt werden, dass du eventuell halt irgendwie durchkommst, dass da irgendeine realistische Chance ist, auszubrechen, als wenn du komplett alleine irgendwo in einem Keller sitzt. So, ne? So, jetzt habe ich natürlich so eine kleine Anmerkung. Ich sehe die Vulkanfestung hier gar nicht. Sieht die nicht? Das könnte sein, dass die hinter dem Berg ist. Würde ich jetzt mal so behaupten. Vielleicht sieht man sie von ganz oben. Hm.
War das im Original? Ich glaube, im Original hat man sie von der Hafenstadt aus gesehen, oder? Oder bin ich jetzt falsch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mir unsicher. Habe ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Weil ich hatte jetzt tatsächlich am Start angenommen, dass die Vulkanfestung noch gar nicht eingebaut ist oder woanders ist. Weil ich sie von hier nicht gesehen habe. Aber das weiß der Chat bestimmt besser, ob man die Vulkanfestung vom Eingang aus sieht. Von der Stadt aus. Ich schmeiße mich einfach aus von der Leiter hier. Ja, natürlich. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Aber okay, ist ja nicht so wichtig. Die Spitze vom Vulkan sieht man da gerade. Ja, man sieht die Spitze. Oh, und hier nochmal der Ausblick. Ah, Kamera, please. Ah, da. Scheiße. Okay. Sehr hübsch. Hier kann man zum Beispiel halt auch einer seiner Leben beenden, wenn man möchte. Nicht ich jetzt schuppe. Nix schubsen. Nicht schubsen. Windfaust? Okay. Ja. Ins Wasser könnte man aber springen, oder? Ja, also du kannst es versuchen. Das klingt ja motivierend. Die Frage ist natürlich, wie ich dann wieder rauskomme. Wie komme ich denn aus dem Hafen eigentlich wieder raus? Wo ist denn dann? Ich glaube da unten. Und ich glaube hier unter dem, an dem Schiff in der Nähe müsste auch ein Aufgang sein. Okay, wir probieren das jetzt mal. Okay. Der Chat möchte. Spring! Geronimo! Hui! Sehr schön. Ah, es gibt auch unterschiedliche Schwimmanimationen. Sehr geil. Ja. Ja, das ist eine gute Frage, Chat. Geht denn der Katapult-Klitsch? Erzähl doch mal. wahrscheinlich nicht, weil die Glitches sind ja in der Risen Engine, ne? Das ist das. Nee, ist ein Gothic 2 Glitch, der Katapult. Ach so. Ja, okay, dann ausprobieren. Ja, nee, lieber nicht, am Ende geht noch was kaputt. Okay. So, dann wo waren wir? Hier waren wir. Ja. Genau, hier waren wir. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, den haben wir etwas erweitert. Hier war ja normalerweise nur hier rechts der eine, die eine Stadtwache. Und ja, darunter ging es, glaube ich, auch. Ne? Aber hier haben wir noch zwei Gebäude hinzugefügt. Sehr schön alles. Also die beiden Gebäude jetzt hier, wo du gerade drauf zugehst und daneben das... sind neue, aber wem sage ich das, ne? Du bist ja quasi, kennst ja Horizon auswendig, ne? paar Mal durchgespielt. Ja. Mal ein bisschen schneller, ne? Ab und zu mal, ja. Aber auch die Gebäude sind wieder sehr organisch platziert, also die fügen sich sehr gut in das Gesamtgeschehen ein. Hier ist die Bognerei, wo finde ich denn Bosbar? Hallo? Herr Bosbar? Ja, Bosbar ist ja auf Korinnes. Bosbar halt hat den Weg nach Escalon noch nicht gefunden. Sehr schön hier diese Details mit den Regalen. Sehr geil. Sogar mit kleinen Gassen und so. Oh ja, stimmt. Hier können wir ja auch. Ja, und hier ist dann der Werkbereich des Bogners. Ja, und des Schreiners. Die Schreinerei ist nämlich gleich hier nebenan. Ah, das ist natürlich praktisch. Das heißt, hier kann man dann die Möbel kaufen. Genau, hier kannst du die Möbel kaufen, wo die du dann deinem Häuschen platzieren kannst. Sehr schön. Ah ja. Da ist Don Estebans Haus. Ja, genau. Was suchst du hier? Ah! Ich darf nicht durch, okay. Willst du durch? Also, mein Problem ist gerade, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Du kannst dich nicht mehr bewegen, dann versuch mal Fix Me.
Das löst die meisten Probleme. Ich seh's doch. Okay, geht wieder. also ja, kommt drauf an, ob es was Interessantes gibt. Wir müssen jetzt nicht rein, weil wir haben noch ein bisschen was von der Restinsel zu zeigen, denke ich. Ja, deswegen. Also, dann können wir auch weitergehen. Weitergehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es draußen aussieht. Ah, sogar mit Winde fürs Tor. Ja. Kann ich die denn betätigen? Das weiß ich nicht. Nee, ich habe keinen Schlüssel dafür. Hast keinen Schlüssel? Es gibt da verschiedene Schlüssel, aber... ja. Das wird dann wahrscheinlich dann für die Stadtwache reserviert sein. Vermutlich. Also wer, oh, das sieht ja auch gut aus. Auch das richtige Wasser. Oh mein Gott. Nicht der verbackte Wasserfall. Okay. Oh, sehr schön. Und man kann auch laufen, ja, aber da es ein Roleplay-Server ist, wird das Laufen nicht so gerne gesehen. Genau. Aber vielleicht, ich weiß nicht, müsst ihr einschätzen, vielleicht für das weitere Fortgehen. Ich weiß nicht, wie viel wir zeigen wollen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn wir vielleicht die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Das können wir machen. Wir wollen jetzt sowieso erstmal hier gleich runter. Dann können wir ein bisschen ein Stück rennen. Bist du? Oh, ich bin da. Also, wo bist du? Vielleicht spiele ich Verstecken. Ich wollte das schon die ganze Zeit ausprobieren. Was denn? Lauern oder was? Lauerst du hier irgendwo oder was? Was? Ich würde lauern? Nie. Ja. Ich würde doch nie nicht lauern. Nie nicht? Okay. Aber das ist natürlich großartig. Da habe ich vielleicht für euch noch eine Anfrage im Anschluss. Okay. Machen wir dann aber offscreen. Okay. Es gibt keine exklusiven Anis. Nee, darum geht's gar nicht. So, warte mal, wo bist du denn? Ich weiß nicht, ich mach einfach Stream-Sniping, warte. Oh, was? Das ist Schmuggeln. warte, ich bin zu dumm, warte mal. Ah, hier. Ich hab ihn gesehen. Sehr schön. Das ist frech. Erst sagt er, lass mal laufen, dann laufe ich vor und dann versteckt er sich im Kreis. Das war natürlich der Trick daran. Das war natürlich ab. So, oha. Ja, genau. Setz mal, jetzt kann man dir das nächste zeigen. Setz mal den Bogen auf. Du müsstest einen Bogen und Pfeile haben. Jawohl, hab ich. Und dann ziel mal und dann siehst du, dass wir ein nettes Feature drin haben. Oh, ihr habt freies Zielen aktiv. Genau. Was sind denn das eigentlich für Scavenger? Das sind ja, die tropischen. Ja. Da ist noch einer. Kriegt man eigentlich Erfahrungspunkte durch Monster töten? Ja. Achso, nee, das nicht, nein. Du kannst nicht leveln, indem du Viecher... Okay, ich verschieß aber heftig, holy shit. Ja, weil du halt aktuell nur ein Skill von 20% Treffsicherheit hast. Ach, du meine Güte, aha, getroffen. Jetzt kommt's. Nennt mich Wilhelm Tell. Au! Warum ich? Warum ich? Was hast du gegen mich? Ja, der greift halt den Schwächsten an, ne? Ah ja, ist klar. So, die kann ich jetzt aber tatsächlich nicht looten. Ich habe einen Wurm aufgenommen. Doch, die müsstest du looten können. Die wurden ja, also, die looten können, die mit Pfeil erschossen wurden. Die mit Nahkampf angegriffen wurden, die sind quasi zerfetzt und nicht mehr brauchbar für den Jäger. Nee, tatsächlich geht's gerade nicht. Oder wenn du sie im Fokus hast, genau, mit P. Mit P. Nee, dann geht's mit dem nicht. Also hier, warte, der eine, der junge Scavenger 2050, die ID 2050, die kannst du ausnehmen. Nee, der visiert bei mir gerade keinen an. Tatsächlich. Stell dich mal hier hin, wo ich bin. Vielleicht hast du das ausgestellt, dass man tote Tiere nicht in den Fokus kriegt? Das muss man nämlich in der System Pack nie. Oh, noch, das kann natürlich sein, dass das. Ja, das ist bei mir ausgestellt. Wenn. Ja. Das natürlich. Ja, nee, das geht dann nicht, weil ich das nicht anhabe, ja. Also ich kann es dir halt nur zeigen, sozusagen. Ich drücke jetzt P
Und dann kann ich sagen, hier direkt vor Ort ausnehmen. Dann kommt eine Annie und jetzt kann ich halt sozusagen vor Ort das Tier ausnehmen. Hab jetzt aber halt die Gefahr, dass das sozusagen misslingt. Ne? Weil es halt einfach nicht an dem dazu, also an dem Mopsi-Tisch, ne? Nicht an dem Außennehmtisch ist, sondern halt nur vor Ort. Ist halt immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Du sagst, ich nehme das jetzt hier, ich versuche das jetzt hier, bei jetzt so, sag ich mal, kleinen Viechern, die jetzt bei Scavengern ist das jetzt noch nicht so wichtig, aber wenn du angenommen, du machst halt wirklich mal ein krasses Vieh fertig, ob du dann halt sagst, okay, ich riskiere es, das jetzt hier auszunehmen, oder ob du sagst, nee, den tragen wir lieber mit ins Lager, weil das Fell von dem, das will ich auf jeden Fall haben. So, ne? Ah, also je länger ich gedrückt halte, umso besser wird auch das Zielen. Gerade Mirott im Chat geschrieben. Ja, genau. Je länger du ziehst, genau. Du siehst ja dieses kleine Dreieck, zieht sich ja auf. Das wird zum V, sag ich mal. Und dann bist du genauer. Wobei aber trotzdem eine Genauigkeit bei deiner Stufe aktuell jetzt, glaube ich, keine 100% selbst. Nee, wir haben ja Bogen, haben wir 20%. Genau. Auch schön. Nur läuft gerade keine Musik. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Nur ja, das falls ist halt das mit der Chat wundert. Genau, hier ist jetzt ein Teilstrand und jemand, der wegläuft. Haltet ihn auf! Schnappt ihn doch! Okay, was? Wir haben hier gerade Viecher gekillt. Ja. Ach, Stachelratten habt ihr auch eingefügt? Wie geil. Ja. Ah, die sehen sogar richtig, richtig gut aus. Genau. Sehr geil. Die zum Beispiel, die könnte man jetzt nicht ausnehmen, weil jetzt die Stadtwache den quasi mit einem Schwert gekillt hat. Das heißt, der ist für den Jäger nicht mehr zu gebrauchen. Ist halt quasi wertlos. Genau. Sehr geil. Vor allem, wie groß die sind. Die sind gefährlich. Oh, eine Schildkröte. It's a dog. Wie geil. Oh, das sehe ich Boote. Kann man auch mit dem Boot rausfahren bei euch? Also du kannst, Boote selbst sind nicht steuerbar, weil dadurch, dass einfach, die würden sich bewegen, das würde technisch funktionieren, nur du selbst würdest dich nicht bewegen und würdest halt quasi runterfallen. Ne? Deswegen gibt es verschiedene Positionen von Schiffen, wo man sich dann hinportet, wenn das im RP quasi, ne, man sagt, man dockt hier ab sozusagen und schippert um die Insel, dann würde man von hier auf die Schiffe geportet, dann findet dort das RP statt und dann wäre dann irgendwann der nächste Port dann am Strand oder wo auch immer man halt hin will. Ne? Es gibt Angelrouten. So. Das müsstest du jetzt auch machen können, du müsstest schon eine Angel im Inventar haben, du müsstest jetzt von einem der Fische einfach gehen können. Angeln. Dann einen Köder auswählen können. In dem Fall, glaube ich, hast du nur Würmer am Start, glaube ich. Erstmal klickst du einfach, glaube ich, ne? Du brauchst ja nicht auswählen. Das funktioniert einfach, sobald du an den Fisch sozusagen an das Mopsi dran gehst von alleine. Genau, wenn da steht Angeln, dann genau. Bob wirft die Rute aus. Das klingt schmutzig. Du kannst halt entweder Würmer. Beim Angeln redet man nicht. Wir brauchen Ruhe. Sorry, ich kann auch leiser reden. Wir brauchen Ruhe beim Angeln. Ja. Okay. Das ist ganz wichtig. Du kannst entweder Würmer dran machen, die findest du in der Umgebung. Oder du kannst halt auch Brot oder Käsestücke kaufen. Also du kaufst den ganzen Käse und ein Brot. Und dann kannst du das in Stücke machen und dann hast du auch eine höhere Chance, bessere Fische zu finden. Ja, das Wetter, ne? Das ist halt ein Leben hier, ne? Meine Frau sagt was anderes. Ach, schön. Du kannst übrigens auch, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt hatten, du kannst auch, wenn du quasi nichts im Fokus hast und P drückst, kannst du halt auch sagen, was für eine Gangart du haben willst, was für eine Sitzart du haben willst. Das kannst du alles einstellen, wie es ist. Ja, es gibt ja da Körperhaltung. Genau. Gangart. Genau. Körper, energisch in Klammerfrau. Ja, das ist halt wirklich. Nein, das ist halt wirklich. Das ist die weibliche, also die G-Ani als Frau, nur die normale ist halt sehr, sehr langsam. Deswegen haben wir nochmal eine energische Version davon gemacht, damit man ein bisschen schneller unterwegs ist.
Und ja. Vielleicht eine andere. Mensch, ich nehme vielleicht eine andere Gangart. Ja, glaube ich besser, ja. Was? Irgendwer hat die arme Schildkröte jetzt fertig gemacht. Ich fand schön, wie die auf den Rücken gefallen ist. Sehr theatralisch. Sehr schön. Ah, jetzt läuft wieder Musik. Okay. Und genau, jetzt würden wir quasi Richtung Wildnis gehen und dir den Hof des Bauern zeigen, weil da auch mal ein interessantes Feature ist, was wir haben. Wir können auch gerne laufen, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit gehen. Ja, ich denke, das ist einfach fürs Pacing, denke ich, besser. Ja, ein bisschen lang der Weg sonst. Aber würden wir, also beziehungsweise in der Wildnis wird das halt mehr geduldet als in der Stadt. Also in Lagern selbst wird nicht gelaufen, wie wir vorhin gesagt haben. In der Wildnis ist das noch okay. Ich liebe diese Animation mit den Kadavern auf dem Rücken. Ja. Das würde ich mir so auch gern für das Original Gothic wünschen. So, einfach damit du das Original Gothic ein bisschen mehr roleplayen kannst. Auch. Ja. Das wäre cool. Ja. Ich höre einen Mole Rat. Ah. Ja, dann. Auf Gottes. Fast. Vielleicht auch vielleicht einen Schritt näher rangehen. Ah, das geht schon. Oh, jetzt geht er auf mich, warum auch immer. Ich finde das gut, dass nicht ich angegriffen werde. Finde ich sehr schön. Also, wenn ich das Mole Rat wäre, ich hätte auch Remy angegriffen. Ja. Also ihn kann ich auch nicht anvisieren, leider. Nee, das ist wahrscheinlich, ja, okay, weil es in der Innie aus ist. Ja. Stimmt, ganz wichtig, Frage vom Chat. Gibt's hier ein Fass, wo man sich drin verstecken kann? Nee, aber wenn das im Forum unter Verbesserungsvorschläge geschrieben wird, können wir uns das überlegen. Also ja, das ist also technisch möglich, auf jeden Fall. Das gibt's ja schon in Gothic 1, das kann man einfach importieren. Easy. Achso, gibt's das? Ja, dann mal gucken. Moment, vielleicht. Ihr wusstet das nicht? Ich schon, ja. Feuerkraut. Oh, das ist natürlich auch interessant. Pflanzen spawnen wahrscheinlich auch in regelmäßigen Abständen nach, gehe ich genau. davon aus. Ja, genau. Und da ist halt auch, dass manche Pflanzen kannst du normal aufheben, so wie die jetzt. Und manche sind quasi welche, die zur Kräuterkunde gehören und zur Alchemie. Und da musst du halt erst lernen von einem Meister, wie man sozusagen die überhaupt pflückt, weil ansonsten machst du es einfach kaputt beim Pflücken. Es ist halt allgemein dieses typische, wie es halt einfach in RP-mäßig läuft, es ist halt, du kannst halt am Anfang relativ wenig und du musst halt vieles erst lernen. Das ist quasi Teil des Spaßes, ne? Dieses Lernen. Ja, genau, der hat jetzt wohl von irgendeinem Tier einen auf die Mütze gekriegt. Ja, genau. Und deswegen, genau. Ja. Deswegen läuft der so. Genau, das ist jetzt die Verletzten an ihr. Also der ist jetzt zum Beispiel im Kampf gefallen, ja, wurde dann an sich wiederbelebt. Jetzt kannst du ihn auch gerne in den Rücken schießen, wenn du willst. Und der hat jetzt diese Verletzten an ihr, wird jetzt wahrscheinlich zum Lazarett gehen. Meine innere Nase würde das so gerne machen. Zum Bauernhof wolltet ihr, ne? Ja, genau. Also wir können, ja. Okay, genau. Wir können, du kannst auch gerne den Weg vorgeben, wenn du weißt, wo es lang geht. Ja, ich kenne mich aus. Ich bin das Profi. Ich weiß doch, hier geht's zum Dings. Die Höhle da hinten ist neu. Ja. Ja. Okay, der Blutflieger hat sich zurückgezogen. Ach, du nimmst die XP mit. Okay, ja, okay. Es gibt ja keine XP. Details. So, jetzt muss ich mich orientieren, weil hier wurde ein bisschen was verändert. Da geht's zum alten Hof. Da geht's zum Bauernhof. Ja. Aber da wird auch ordentlich geprügelt. Ja. Hier war ein Goblin-Nest. Sehr schön, auch hier mit den Steinwegen. Funktionieren ja. Auch überraschend gut. Das stimmt.
das, was du da gerade gesehen hast, du kannst einmal, ich glaube, alle 60 Minuten ist das, glaube ich, kannst du, wenn du im normalen Laufmodus bist und N gedrückt hältst, kannst du einen Sprint hinlegen, damit du, wenn du zum Beispiel aus dem Kampf nicht rauskommst, andernfalls kannst du einmal dann sprinten, ja, damit du einfach ja, aus einem Kampf, okay, aus einer Situation fliehen kannst. Ne? Muss halt einfach geradeaus laufen und N dabei gedrückt halten. Ja, da habe ich direkt verkackt. Jetzt steht bei mir, bin kürzlich gesprintet. Habe ich direkt falsch gemacht. Ja, musst es halt gedrückt halten, ne? Ja. Nicht so einfach. Ja. Zwei Tasten gleichzeitig ist schwierig, glaube ich. So, jetzt habe ich verpasst. Wo geht's denn zum Bauernhof? Ja, wo geht's denn zum Bauernhof? Ich glaube, du stehst da direkt neben dem Schild. Ja, wo ist denn das Schild? Ja, also hier geht's zur Vulkanfestung. Ach so. Ja. Ich glaube, da geht's auch zum Bauernhof. Ja. Ach so. Hatte jemand das Schild da nicht richtig beschriftet? Scheinbar. Naja, es ist ja nicht falsch. Es fehlt nur eventuell was. Ja. Also es geht ja theoretisch gesehen zur Vulkanfestung. Die Wälder sind auch sehr schön designt, gefällt mir. Da habe ich direkt Bock, die zu erkunden. Aber ich glaube, wir sollten nicht so tief in den Wald rein. Nee, besser nicht. Schäfchen. Heißen die ja Liesel? Nee, ich glaube, die haben keinen Namen aktuell. Könntest du den Bauern fragen, ob es einer davon auch Liesel heißt? Vor allem, die stehen gerade alle so, als würden sie wohin gucken. Ist das so ein Tierphänomen? Nee, eigentlich laufen die auch durch die Gegend hier im Gehege. Wir hatten jetzt nur, ich glaube, gestern erst das Wegnetz erneuert. Eventuell müssen wir da nochmal was machen. Auch sehr schön hier, der Bauernhof. Guck! Die Details sind einfach unglaublich, ey. Ich kann es nicht oft genug betonen. Wir können jetzt auch gerne einmal hier testen. Also du kannst halt hier richtig aufs Feld gehen und quasi Feldarbeit tätigen, als Knecht quasi arbeiten. Was passiert, wenn ich ins Feuer laufe? Rott möchte das... Ja, mach mal. Lauf mal ins Feuer. Nimmst du halt Schaden. Du kannst... Ich hatte es gehofft, ich brenne irgendwie mit dieser lustigen Feueranimation aus Gothic 1. Du kriegst das dann nicht, nee. Ja, wir waren gerade bei der Feldarbeit. Sorry, hab ich da. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Stufen. Ne? Es gibt halt, dass du, ob du jetzt aussähst oder ob du halt pflügst und all sowas. Und das siehst du dann halt auch bildlich. Und genau. Und wenn du quasi, du müsstest auch schon in die Hake haben. Das heißt, wenn du... Er arbeitet schon. Achso. Ja, okay. Ich bin ein guter Arbeiter, bin ein guter Mitarbeiter. Ich zeige Eigeninitiative, ich leg einfach los. Genau. Nein, jetzt siehst du halt, genau, es ist halt wieder der Fortschrittsbalken, bis sozusagen der Bereich vom Feld dann gepflügt ist. Und dann könntest du halt zum nächsten gehen und das rechnet sich dann hoch, bis irgendwann das ganze Feld gepflügt ist. Und dann wartet man eine Zeit lang, dann kommt die nächste Phase und irgendwann wird dann halt auch geerntet. Aber eine Änderung an der Bodentextur sieht man dann nicht. Ja, aber es wachsen halt dann Sachen, die siehst du dann. Ah, okay. Ne? Also ich hatte jetzt so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr das kennt, in Rollercoaster Tycoon, wenn so die Felder mit dem Rasenmäher bearbeitet werden, dass sich das dann visuell ändert. Ja, also visuell ändert sich halt, dass wirklich was wächst. Und das siehst du halt. Und jede Pflanze, die dann wächst, die kannst du dann halt nachher auch richtig ernten. Ne? Genau. Und während du das Ganze machst sozusagen, lernst du dann halt auch den Nebenberuf des Bauern, beziehungsweise wenn jetzt fischt, logischerweise des Fischers, beim Schürfen ähnlich. Sozusagen, je mehr du tust, dieses Typ, ne, desto besser wirst du da drin, desto mehr Sachen kannst du auch. Dadurch, dass du jetzt testweise gerade schon Stufe 75 hast, kannst du auch mal zu den Schafen gehen und zu den Ziegen. Und dort dann, das müsste auch über das P-Menü, glaube ich, gehen. Wenn du da ein P drückst, dann... Ziege anvisieren, also und dann P. Ja, ah, genau. Und jetzt kannst du. Jetzt hast du es abgebrochen, glaube ich. Heute wurden bereits 8 Ziegen gemolken. Ja, okay, da waren die.
Da waren die anderen wieder fleißig beim Melken. Da waren die anderen zu schnell, ja. Ja. Musst du mal bei den Schafen gucken, die kannst du, glaube ich, auch scheren oder. Ah ja, die kann ich scheren, ja. Aber ja, genau. Heute wurden bereits 12 Schafe geschoren. Ja. Aber an sich kannst du auf jeden Fall melken und scheren. Und dann kriegst du dann logischerweise Milch und Wolle raus, die du die Wolle dann brauchst, um Kleidung herzustellen beim Schneider. Und Milch braucht logischerweise der Koch. Sehr geil hier alles. Also was alles geht hier, über was ihr euch alles Gedanken gemacht habt. Hier kannst du zum Beispiel auch hier logischerweise spawnen dann gelegentlich Eier. Aus den Eiern, logischerweise machst du dann Spiegelei. Eier. Brauchen Eier. Ja. Sehr cool. Und mir wurde gerade gesagt, du kannst jetzt wohl, wenn du es nochmal versuchst und wieder in den Laufmodus gehst und dann N gedrückt hältst, dann kannst du jetzt sprinten einmal. Ah, ich muss gedrückt halten, ne? Da war ja, was. N, also du hältst nach vorne gedrückt und N gedrückt. Oder hast du es jetzt wieder... Ah, das okay. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Oh. Ich finde dann auch gut, dass ich aus meinen Fehlern lerne. Das ist mir immer sehr wichtig, ja. dass ich aus meinen Fehlern auch einfach lerne. Ja. Ja. Also eventuell wird es gleich nochmal zurückgesetzt. Können wir es gleich nochmal testen und sagen dann nochmal Bescheid. Und dann können wir jetzt einmal hier hoch. Achso, nee, warte mal. Eine Sache würden wir dir gerne noch zeigen. Ja, sehr gerne. Mal hier lang gehen. Wir haben halt, wie es auch bei Risen ist, hier auch unsere eigenen Tempel sozusagen, die man später erforschen kann in verschiedenen Events. Und hier ist zum Beispiel einer davon. Musst du aufpassen, hier sind auch Gegner. Ah, was ist das denn? Ja, da ist eine Spinne. Es gibt Spinnen? I'm out! Ja. also wenn du möchtest, kannst du jetzt nochmal versuchen zu sprinten. Also natürlich, wenn du fertig bist mit Blumenpflücken. Ja. Ja, wir können den Weg gleich hochsprinten, aber wir können, die Sache ist halt... Also ich muss N gedrückt halten, das ist ganz wichtig, Chat, ja. Viele machen den Anfängerfehler, beim Rennen N nicht gedrückt zu halten. Das, ja. Also mir würde es natürlich nicht passieren, aber ich sag's nur nochmal. Ja. Nach vorne und N gleichzeitig sozusagen und dann, genau, und dann kannst du sprinten für einen Moment und dann kommst du halt aus gefährlichen Situationen raus oder du läufst genau rein. Da! Die Spinnen sehen ja eklig aus. Ihr schafft das. Ja. So. Da ich ja. Aber knapp. Ja, ging. So, und hier ist das ist noch Eingang. Eine Scheiße. Hab ich mich erschrocken. Oh. Das war danke. Einmal zu viel. Sorry. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, der Nemo steht gleich wieder auf, das ist alles gut. Der tut ja so. Ja. Yeah. Ah, das habt ihr natürlich schlau gemacht, dass man sich da nicht reinglitschen kann. Genau. Da juckt's mir jetzt nicht natürlich als Speedrunner total in den Fingern, dass ich da eine Möglichkeit finde. Aber lassen wir das mal. Ja. Genau, also hier, also wir haben eine gewisse Anzahl von Tempeln, die halt auf der kompletten Welt sozusagen auf der kompletten Insel verteilt sind. Hier ist einer davon, der halt dann in der Story, wenn die Story fortschreitet, dann auch begehbar sein wird irgendwann, ähnlich mit anderen. Aber das ist dann Teil der, ja, der Story. Und hier ist mir gerade hier backt ein Bloodcrawler. Ja, das ist so eine sogenannte Deckenheuschrecke. Ja, ja. Aber jetzt ist er weg. Ja. Sehr gut. Genau, aber genau, also wie gesagt, also die Geheimnisse um die Tempel selbst, die gibt's halt bei uns dann auch. Sind dann an solche Events genau gebunden, quasi, die dann wahrscheinlich im Forum oder so angekündigt werden oder auf dem Discord. Genau, also genau. Wir müssen gucken, also wir werden jetzt nicht dieses klassische alles nonstop ankündigen, sondern je nachdem, wo einfach das RP hingeht, kann auch sein, dass relativ spontan ein Event daraus entsteht. Es gibt halt auch Tempel, die halt keine Barrikade davor haben, die kann man dann quasi auch im Alleingang sozusagen, also soll man natürlich nicht, aber du könntest theoretisch gesehen alleine rein, würdest höchstwahrscheinlich sterben. Und dann kann es halt auch sein, dass du dir einen Eventler dann dazu holst, der dann für dich ausspielt, also ob es was zu entdecken gibt oder ob du vorankommst und all sowas. Ne? Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Ja.
Ja, also es gibt viele Bereiche, also wir haben natürlich, also sag ich mal, an sich die Welt nachgebaut, aber wie am Anfang ja gesagt, viele Bereiche nochmal Kreativität walten lassen sozusagen und selbst geguckt, wie es einfach besser funktioniert, gerade für einen Multiplayer. Weinreben? Ja. Da sehe ich mich. Genau. Und wie du siehst, kannst du das auch wirklich benutzen und dort halt Trauben dann ernten. Mhm. Dort aus den Trauben, also machst du dann nachher deinen eskalonischen Wein, beziehungsweise die Magier machen das dann da draus. Und genau. Das wäre sozusagen eine weitere Möglichkeit, um an Silber zu kommen, gerade zur Anfangszeit, dass du deine Arbeitskraft anbietest. Wehe, ihr beschädigt Meister Wandels Reben. Ja. Ich habe gar nichts gemackt. Es ist halt auch irgendwie entspannend, das so zu machen. Auf jeden Fall. Also allgemein RP auf dem RP-Server kann entspannt, aber auch sehr stressig sein. Kommt immer darauf an, was passiert. Aber man kann halt wirklich, und das ist ja auch das Schöne, du kannst halt, wenn du da richtig Bock drauf hast, kannst du halt einfach so ein, sag ich mal, so ein mittelalterliches Leben führen, ja? Voll in deinem Beruf aufgehen, was auch immer du möchtest, ne? Das ist halt echt schön. Ist halt auch ein spannendes Konzept, wo ich so jetzt noch nie Berührungspunkte hatte, weil ich einfach Online-Rollenspiele nie so wirklich gespielt habe. Ja. Von daher ist es für mich auch eine komplett neue Welt, aber halt in einem bekannten Gewand. Sag ich mal so schön. Ja. Dann können wir uns jetzt einmal zumindest nochmal von außen, wenn du möchtest, die Vulkanfestung angucken. Wie, Moment, nur von außen? Ja, die Sache ist, ja. In der Geschichte von unserem Server ist diese halt aktuell nicht zugänglich. Also sie ist besetzt und es ist Aufgabe nachher der Spieler beim Release oder nach Release, also im Laufe der Geschichte, herauszufinden, was mit dieser Vulkanfestung los ist, sozusagen. Ja, oder beziehungsweise diese wieder zu befreien. Jetzt kommen hier die Speedrun-Tricks. Jetzt versucht er hier seitlich irgendwie rein. Was? Schaut mal kurz woanders hin. Guck mal, da hinten ist eine schöne Aussicht. Ja. Also du dürftest eigentlich nirgendwo hochkommen. Ja, also klar, wenn ich jetzt viel Zeit hätte, wird das wahrscheinlich klappen. Aber wir wollen das ja sinnvoll halten. Ich habe trotzdem noch eine Wette mit Rott am Laufen, dass ich es irgendwie reinschaffe. Also ich würde Rott, ganz ehrlich, ich würde es einfach mit einem Katapultglitch probieren. Das müsste theoretisch gehen von dem Winkel. Das sollte machbar sein. Ja. Also an sich ist die komplette Vulkanfestung fertig gebaut, ne? Also da sind alle Räume sind da drin und all sowas und da ist halt auch nachher ein wichtiger Teil des RPs, der Geschichte von uns. Das wollen wir jetzt tatsächlich noch nicht zeigen, weil das halt einfach wirklich ein großer, also einer der Hauptstränge ist, die nachher nach Release erzählt werden. Und da würden wir jetzt zu viel vorwegnehmen, wenn wir da jetzt schon reingucken. Okay, verstehe. Jetzt macht ihr mich trotzdem neugierig. Könnt ihr mir mal ein paar Butlerfleisch geben? Weil die Gothic Engine hat das so eingebaut, dass man auf Butlerfleisch klettern kann. Nee. Butlerfleisch haben wir, glaube ich, gar nicht drin als Item. Ich hätte Pläne. So. Die Butlerfleisch haben wir tatsächlich gar nicht. Also. Wenn du möchtest oder wenn deine Community möchte, wenn ihr alle möchtet, dann könnten wir uns jetzt noch einen Teil vom Sumpf angucken. Das können wir sehr gerne machen, ja. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Dann müssen wir einmal wieder ein kleines Stück zurück. Jetzt verlaufe ich mich 100 Pro, aber ich glaube... da vorne rechts abbiegen. Ja, genau. Also hier, genau. Ja, genau. Hier war das. Und vorm Weinfeld links abbiegen. Ja, ja. Also du musst wissen, ich bin Meisterjäger im RP, bin aber leider einer der wenigen, die sich sehr schlecht in der Wildnis auskennen, was ein bisschen... Bisschen merkwürdig ist. Hier war jetzt auch geradeaus, ne? Hier war es auch geradeaus, genau. Das ist irgendwie auch neu, glaube ich, oder? Ja. Ja, genau, das ist. Da gab es vorher keinen Durchgang. So. Genau.
Ich habe einen Brotschieber und ich werde ihn benutzen. Ich mache halt gar keinen Schaden mit dem Ding hier. Ja, weil du keinen Brotschieber benutzt. Ja, ich glaube, ich sollte auch mal einen Brotschieber benutzen. So. Jetzt bist du aber fast, ne? Ja, ich kann ja mal ein leckeres Brot mampfen. Genau. Das kannst du... Ach, das, Alter, jo, das haben wir ganz vergessen. Jetzt hast du es schon wegge... Nee, du hast du noch nicht. Wie du siehst, hast du das Brot immer noch in der Hand. Und also per zufälligem Intervall sozusagen ist dein Charakter immer wieder weiter an diesem okay. Brot. Und den kann ich das abbrechen, ganze, ja. Genau, mit J kannst du es abbrechen. Und dasselbe geht auch mit Getränken und so. Es ist halt, wenn du in der Stadt bist und dich irgendwo auf eine Bank setzt oder sowas, dann kannst du halt immer in dieser Konsum-Anni sozusagen sein und dein RP damit machen, während du halt die ganze Zeit am Trinken oder Essen bist. Das ist natürlich geil, das ganz, dass genau, man da nicht immer selber dran denken muss. Genau, genau, es erhöht einfach die Immersion. Ne? So, und dann gehen wir jetzt einmal kurz nach rechts hier. Also, du kannst auch langlaufen, wo du möchtest, aber wenn wir Richtung Sumpf wollen, dann müssten wir nach rechts. Ach, ich bin aber auch blind, Alter. Ja. Klappt das mit euch hier vorne? Ja. Soll ich euch retten? Nee. Ich hab meinen Brotschieber, mir kann nichts passieren. Ja. Ich sollte mir auch so ein Ding besorgen. Da durchs Gebüsch? Genau. Ja. Durchs dicke Dickicht. Dicke Dickicht, genau. Ja. Und hier geht's jetzt quasi in einen der Wege zum Sumpf selbst. Da! Ja. Am besten die Abkürzung. Warte, welche TP to. Ja, dann mach du. Ja, mach du. Mi 25. Ich schaff das. Ich bin schon wieder oben. Hallo. Ja. Hast du gut gemacht. Dann ist hier sozusagen einer der Geheimgänge. Also, kannst also das, ja, das ist jetzt ein komplett neuer Teil. Ein Geheimgang? Wie er damals von den Entwicklern konzeptioniert wurde, der Sumpf, aber nicht umgesetzt wurde. Wir haben das halt so nachgebaut nach der Konzeptzeichnung. Ach, da gibt's Konzeptzeichnungen in Risen? Genau. Okay. Die sind, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Jedenfalls gibt's da der Zeichner von den Konzeptzeichnungen, der hat die alle veröffentlicht und wir haben nach dieser Zeichnung halt diesen Sumpf hier nachgebaut. Theoretisch wären wir jetzt hier quasi im Lager vom Don. Mhm. Aber das ist jetzt halt anders. Okay, ich kann das. Puh. Ich krieg das hin, Leute. Oh Gott. Ja. Da, oh. Wow, oh. Was? Wie hast du das geschafft? Ich glaube, die wurden neu gesetzt hier. Ich habe überlebt. Ich bin der Junge, der überlebt hat. Ich hol dich mal wieder hoch. Ah, okay. Was ist denn jetzt los? Wenn du da lange stehen bleibst, dann fällst du durch, Alter. Leute. Ja, okay, hier bleibe ich. Hier gefällt's mir. So, wo ist jetzt Remi? Wo bist du? Ich liege auf dem Baum hier. Ja, komm mal hoch hier. Ja, okay. Ja, ich rotiere mich. 14. Ich hab's geschafft, jetzt ihr. Ja? Das TP. Du. Nie. 14. Ach, guck mal, eine große Monstera. Sind die nicht Monstera, die Pflanzen? Wollte intelligent wirken, Chat. So, hier. Also rein theoretisch. Oh, du hast es sogar geschafft. Ich glaub, okay. Versuch's auch mal. Oh, ui! Sehr gut. Nemos. Bist du da, Nemo? Ich bin da. Ich hab's noch nicht geschafft. Nemo schafft es nicht. Immer diese Nachzügler. Ja, es ist halt, ne, man kann nicht alles können, ne? So. Aber ich krieg mich wieder raus. Genau, und hier ist sozusagen das Sumpfgebiet. Hier wird dann später in der Geschichte quasi das Donlager sein. Mhm. Das ist ja jetzt halt noch mega verwuchert, wird dann halt später natürlich alles aktualisiert und das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen sehr erweitert hier. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Ja, dieses ganze Gebiet ist halt neu, wie gesagt. Das ist halt rein von dieser Konzeptzeichnung, die es gibt. Und dementsprechend nachgebaut. Also das kannst du gar nicht aus Risen kennen, hier die Ecke. Ja. Ne? Also, wenn du das eine Referenz haben willst, dann bist du schon mal in der richtigen Richtung, wo es dann
zum alten Lager geht, also zum Originalen. Ja, ich versuche mich. Ja, also das Gebiet kennst du nicht, also es geht hier hinten lang. Da ist nichts, was ich erkenne gerade. Alles nee, neu das, aus. Aktuell nicht. Aber wenn wir hier durchs Tor gehen würden und ich glaube ein Stück geradeaus, dann könnte man. Ja, sicher. Und die sind auch nicht ohne. So, ich glaube hier hoch und dann ein bisschen links halten und. Ja, das Gebiet müsste jetzt schon wieder bekannt vorkommen. Ja, ich häng fest. Ja, in dem Laub. Das ist. Genau. Diese blöden Gothic 2 Bäume, wo man immer dran hängen bleibt. Ja, genau. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay. Genau. Ja, hier ist noch kein Banditenlager. Nee. Aber das sind Spinnennetze. Dafür habe ich es hier rüber geschafft. Ah, ich war der festen Überzeugung, dass man da nicht durchkommt. Ja. Ah, das erschreckt mich doch nicht so. Ich gehe wieder. Na, was glaubst du denn, wenn da Spinnennetze sind? Was ist da wohl drin? Schmetterlinge? Ja, auch. Okay, sind tot. Ich mag doch keine Spinnen. Sehr viele Spinnennetze. Da kommt eine angekrabbelt. Das ist natürlich die wichtige Frage. Gibt's Drachen? Nein. Also. Nein. Der Held auch alle getötet. Also. Nun. Wenn man es so sieht. Gibt's den Gürger? Da werden die richtigen Fragen gestellt im Chat. Genau. Das ist eine interessante Frage, ja. Es geht es, im RP herauszufinden, wie es so schön heißt. Ich wusste, jetzt kommt so eine Antwort. Ich komme mir vor wieder wie bei der Bundespressekonferenz. Herr Bundespräsident, können Sie uns sagen, also Teile der Antwort könnten Sie verunsichern. Im Chat wird gerade gefragt, ob es einen Weg gibt, XP zu bekommen. Also an sich ja. Also du kannst halt Berufs-XP kriegen, wenn du halt deinen Beruf ausübst, je nachdem, was für einen du hast. Und dementsprechend auch deine Skills. Und ansonsten, wie am Anfang erzählt, gibt es halt quasi Teach-RP. Das heißt, du kannst halt von einem Meister gelehrt werden, egal ob es jetzt für deinen Beruf ist oder für deine Stats. Also du kannst halt in Bogen gelernt, geteacht werden. Du kannst in Stärke, in Geschicklichkeit, ne, das kannst du geteacht werden. Und dementsprechend gehen deine Skills dann hoch. Ähnlich auch dann später mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Kräuterkunde. Dann bringt dir der Meister bei, wie du gewisse Pflanzen pflücken kannst. Und dann kannst du das halt. Und so gehst du halt in den einzelnen Bereichen halt immer höher. Ne? Aber es ist halt immer diese Interaktion mit anderen Spielern, damit das halt funktioniert. Also es muss dir jemand beibringen, oder es sollte dir jemand beibringen. Du kannst manche Sachen oder viele Sachen auch alleine lernen. Aber wenn du die alleine lernst, dann kriegst du, also dann hast du halt eine gewisse Fehlerchance, dass das, was du machst, keinen Erfolg hat. Oder dass... dass es halt länger dauert sozusagen, als wenn es dir ein Meister beibringt. Mhm. Aber genau, dadurch kriegst du dann jeweils immer XP in deinem Beruf oder in deinem Stat. Und ansonsten gibt es halt, sag ich mal, Gildenstufen. Diese sind aber rein sozusagen im RP. Also du wirst nicht, wenn du einfach viel XP gesammelt hast, dann irgendwann Rang 2 in einer Gilde, sondern du musst dich halt in der Gilde beweisen. Und dann entscheiden irgendwann die hohen Tiere in der Gilde, dass du bereit bist, die schwere Rüstung zu tragen. Mhm. So, okay. Ne? Ja, ich bin jetzt einfach mal irgendwo hingelaufen. Ja. Wir werden dich wiederfinden. Das wollen wir doch mal sehen. Ah, schön. Das ist das Problem, wenn man streamt, ne?
zur Quarzmine. Aha. Oh, ich werde eingeholt. Ich wollte mir nur die Insel angucken. Ja, ja. Ich wollte keinen Blödsinn treiben. Niemals. Natürlich nicht. Und laufen wir mal weiter. Dann gibt es natürlich jetzt, gibt es noch Sachen, die ihr unbedingt zeigen wollt, die wir jetzt noch nicht hatten. Ey, teleportieren ist unfair. Ich habe es genau gesehen. Schlimm ist, dass ich dich sofort wieder aus den Augen verloren habe. Sehr gut. Ich glaube, du gehst hier runter, genau. Ja, gibt's noch Sachen, die ihr dir zeigen wollt? Irgendwelche Weltdetails oder irgendwelche Funktionen, die wir unbedingt uns noch angucken sollten? Also wir können gerne, wir sind gerade auf dem richtigen Weg, wir können uns einmal das Schürfen an sich angucken. Ich bin der da hinläuft, dann schießt mir auf den richtigen Weg. Ah, Wölfe! Ja. Aber das ist ganz gut, dass du jetzt einmal gestorben bist, weil dann können wir dir jetzt... Ich mach die einmal kurz weg hier. So. Genau, und jetzt siehst du, jetzt bist du halt automatisch in dieser verletzten Annie und könntest jetzt versuchen, dich halt noch irgendwie zu retten. Geht das jetzt zum Beispiel durch Heilung? Du kannst, das nicht. Also du bist eine vorgegebene Zeit in dieser Animation jetzt gefangen. Du bist verletzt für eine gewisse Zeit. Hm. Um das zu verkürzen, könntest du ins Lazarett gehen. Dort würdest du Arznei quasi kriegen. Und dann wird das verkürzt, dass du nicht so lange in dieser verletzten Annie bist. Aber dieses Ausspielen von Verletzten, das ist halt Teil des RPs. Ne? Du kannst halt nicht sagen, du wurdest umgekloppt und dir geht's 5 Minuten später wieder gut. So, ne? Wie, Moment. Wie, das geht nicht. Also warte mal, bevor du da jetzt runterfällst. Ach, fallen. Easy. Hier in die Mine rein. Ach, die Mine war oben. Ich dachte, die Mine wäre unten. Ja. Nee. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ja. Folge mir. Ich dachte, ich nehme eine coole Abkürzung. Oh, ich glaube, die Varane haben es auf mich abgesehen. Ja, haben sie. Ah! Au. Wir können. Warte mal, ich stell mal. Also, genug gekämpft haben wir jetzt genug. Ich mach mal deine Akro. Also, du kannst jetzt. Oder du solltest jetzt nicht mehr angegriffen werden. Yay! Und der Tod meines Charakters wurde rückgängig gemacht. Ja. Das es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein RP-Server. Deswegen, weil die Frage halt auch noch kommt. Es ist halt kein MMO in dem Sinne. Du läufst, also wir sind hier ist die Höhle, ne? Ah, ja, wusste ich. Es ist halt nicht dieses, okay, du stirbst, du wirst wiederbelebt und alles ist gut, sondern es ist halt, du hast ein Leben. Ja, also in dem Fall haben wir schon im Vergleich zu anderen schon, sag ich mal, machen das schon weicher, indem du 3 Leben sozusagen hast. Aber wenn du einfach zu waghalsig in diesem Spiel bist, im RP bist und du stirbst, dann stirbst du halt. Mhm. Ne? Es ist nicht... dass es dann heißt, ja, dann einfach Reset und dann gib ihm, ne? Die Ausnahme ist natürlich, wenn jetzt irgendwie durch einen Bug irgendwas passiert ist oder du bist aus Versehen wo runtergefallen, dann kann man immer den Supporter anschreiben und die werden dann halt dementsprechend dann entscheiden, alles klar, ich setze dich zurück und kriegst dein Leben wieder und all sowas. Mhm. Aber wenn du als Charakter halt dich dumm anstellst und in Gebiete gehst, wo einfach Gegner sind, die du nicht besiegen kannst, dann ist halt relativ schnell Feierabend für deinen Charakter, ne? Ja, aber das macht's ja auch so interessant, dass du halt nicht einfach alleine tief in den Wald reingehen kannst, um zu gucken, was da mal ist, sondern dass es halt wirklich gefährlich ist, da reinzugehen. Ja, genau. Und jetzt, genau, jetzt siehst du ja schon, jetzt bist du ja am Hacken und kannst in verschiedenen Intervallen sozusagen verschiedene Schläge machen. Mhm. Und dort gibt es dann vorgegebene, wie nennt man das? Vorgegebene Kombination? Ja, Kombination. Und wenn du die herausfindest sozusagen, dann hast du halt eine hohe Chance, auf seltene Gegenstände zu kriegen oder mehr rauszukriegen.
Musst du natürlich nicht machen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich bleib jetzt einfach hier und lass das sozusagen geschehen. Aber wenn du das versuchst und irgendwann herausgefunden hast, oder halt allgemein die Spieler gemeinsam das herausgefunden haben, dann kannst du da halt noch mehr Geld sozusagen damit machen, weil du seltenere Gegenstände sozusagen, also sehr seltenere Erze oder mehr Erze findest. Mhm. Wie ist das? Erschöpft der Spielercharakter auch irgendwann? Also, oder kann ich ja einfach 24/7 theoretisch hacken? Die grüne Anzeige ist deine Ausdaueranzeige und die wird minütlich berechnet. Also nicht jetzt jede Minute, die du da bist, sondern es wird zusammengerechnet. Also brauchst du zweimal 30 Sekunden sozusagen, dann wird nach dieser Minute das dann gegengerechnet. Und die geht halt leer, sodass du rein rechnerisch, wenn du einen Beruf ausübst, 40, also knapp also zwischen 30 und 40 Real-Life-Minuten etwas machen kannst, arbeiten kannst. Und dann musst du erst warten, bis sich das wieder regeneriert. Ne? Weil wir halt nicht wollen, dass es, also dass du wirklich sehr viel Zeit rein in irgendwelche Engine-Arbeiten stecken musst, sondern dass du halt mehr Raum hast, auch RP zu machen, ohne dass du das Gefühl hast, du verpasst jetzt sozusagen was oder du, ne, also dass du das Gefühl hast, okay, ich müsste eigentlich meine Ausdauer wieder regenerieren oder beziehungsweise meine Ausdauer verbrauchen, weil sie regeneriert ist. Deswegen ist dieser, haben wir uns dafür entschieden, diesen Verbrauch, wie lange du brauchst, um dass deine Ausdauer komplett leer ist, halt etwas zu erhöhen, damit du mehr Zeit am Abend hast, die einmal leer zu machen und dann halt Zeit für RP hast. Mhm. Ne? Weil es ist ja doof, wenn du abends halt heimkommst, 20 Uhr, und du willst dann deine Ausdauer einmal leer machen, brauchst dafür irgendwie anderthalb, zwei Stunden und dann ist aber auch schon wieder 10 und musst im Grunde schon wieder pennen gehen. Das ist halt Mist. Mhm. So, ne? Und deswegen haben wir das verkürzt etwas, sodass du halt immer noch an einem Abend auch Zeit hast, dich voll aufs RP einfach zu konzentrieren. Ja, ja, das ist halt echt geil. Okay, genau. Sonst geht die Mine nicht weiter, ne? Hab keinen Gang übersehen. Nee, in dem Fall ist das hier, es gibt halt verschiedene Minen, logischerweise. Das ist jetzt halt die eine, die nur aus diesem Raum hier besteht. Es gibt noch, eine, oder es gibt mehrere, die halt auch komplette, auf verschiedene Ebenen haben und all sowas. Die könnten wir halt eventuell zeigen, ich weiß gar nicht, haben wir ein Go-To zu der am verlassenen Hof? Weil die hat ja mehrere Etagen. Ja, Goto Eisenmine. Attacking the Hobbits to Eisenmine. Eisen. So, / TP. To me. 25. Hui! So. Genau. Also, jetzt kommen wir einfach, ja, das hier ist halt eine große Mine. Die Höhle kennst du theoretisch von deinem Speedrun. Na? Wo du damit diesen. Ah! Ja, ja, ich weiß, wo wir sind. Ich muss mich kurz orientieren. Also das ist nicht die Höhle, sondern wir haben das Innenleben quasi einmal ausgetauscht. Mhm. Ui. Ja, siehst du, da ist halt nochmal ein ganz anderes Level im Vergleich zu eben. Hier ist halt deutlich mehr. Ja. Ist deutlich größer. Da gibt's auch noch runter. Ja. Da unten ist Wasser oder was ist das? Nee. Nee. Also wenn du es schaffst, genau im richtigen Winkel zu sehen, siehst du, dass es nicht ganz Wasser ist. Ja. Warmes Wasser, fast. Ja. Zwerge haben zu tief gegraben. Ah, hier arbeitet niemand, das faule Leute hier nur, sind nicht am Arbeiten. Schlimm, schlimm. Wir sind ja auch gerade in der anderen Mine, ne? Ja. Ich hör nur Ausreden. Also von hier kannst du es auch nochmal gut sehen, dass hier unten halt, ja, der Vulkan quasi. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ah, guck mal, da ist einer am Arbeiten, der wird befördert. Sehr gute Arbeit. Wie sage ich das? Einfach mit T öffnest du den Chat und dann kannst du. Ja, genau. Also der kriegt eine Beförderung. Umbra, schreibt es euch auf, Umbra kriegt eine Beförderung. Okay. Ist notiert. Ich weiß zwar nicht zu was, aber. Hier könntest du jetzt auch eine gute Connection machen, weil der Umbra aktuell auch der Richter in der Stadt ist.
Das heißt, wenn du dich mit dem gut stellst, ja. Das ist ja dann krasse Bestechung, was ich hier gerade probiert habe. Da komme ich bestimmt vor Gericht. Ach, ist das alles schön. Gut, haben wir weitere Plätze, die wir uns angucken sollten? Oder irgendwelche Funktionen, die wir noch haben? Wir könnten einmal dir zeigen, wie du selbst etwas an das Anschlagbrett dran machst, also an das schwarze Brett. Weil es da halt eine Schreibefunktion gibt. Oh ja, das würde ich gerne zeigen. Ja, das können wir gerne machen. Ja, dann würden wir einmal zurück in die Stadt gehen. Da. Ah, laut. Okay, da hinten war so ein Anschlagbrett. Genau. Ja. Dann müssen wir nochmal ganz kurz gucken, weil du da halt dann logischerweise Pergament brauchst und Nägel, damit das funktioniert. Das müssen wir dir einmal ganz kurz geben. Beziehungsweise. Ja, ich brauche Nägel. Ja, Moment. Machen wir mal 4 Stück, glaube ich, ne? Ja. 25, dann brauchen wir ein Blatt Papier wahrscheinlich. Habe ich schon, habe ich ihm gegeben. Achso, hast du schon gemacht? Ja. Federn brauchen wir. Ja. Und Tintenfass. 20 Tintenfass. Oh, das war die falsche Nummer. So. Genau. Jetzt hast du alles bekommen. Mhm. Und hier kannst du jetzt, du hast keine Schriften, du musst jetzt mal ein bisschen, genau, aus der Dings raus, dann gehst du auf Dokumente. Nee, Dokumente. Stellen. Genau. Papier, würde ich sagen. Ja. Oh, ich kann schreiben. Genau, und jetzt Überschrift und dann... Kannst du jetzt announcen, dass Lord Pappnase in the house ist? Das ist ein guter Titel. Oh. Nur 25 Zeichen. Ja. Als Überschrift. Okay. Der ehrenwerte Lord Hagen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich weiß auch nicht. Was könnten wir denn Wichtiges zu erzählen haben? Ich könnte hier Eigenwerbung machen, den Streamplan posten. Nee, Quatsch. Streamplan von Lord Pappnase, Doppelpunkt. Werte Bürger von Kurin, ist das gut. Release ist am 19.02., ne? Genau. Ja, am 18. Moment. Nein. Warte. Jetzt muss ich aber. Erwischt! Knallhart erwischt! Am 19. Nee, am 19 ist richtig. Ja, siehst du, ich habe Ahnung. Ich bin krass. Einfach verunsichert hier. Frech. Los geht's. Es gibt auch Freibier. So. Gut. Wie schicke ich das Dokument jetzt ab? Musst du jetzt Tape drücken.
Escape, ja, Dokument erstellt. Genau, und jetzt kannst du das da quasi aufhängen. Aber bevor du das machst, können wir noch was anderes zeigen, damit es, weil sonst ist es nämlich weg. Du kannst damit auch. Ja, du kannst auch schon. Drück halt nochmal, dann zeige ich es dir gleich nochmal. Was jetzt? Ich wollte dir eigentlich zeigen, du kannst halt auch dieses Dokument nicht nur jetzt da aufhängen oder so, du kannst auch Nemo oder mir das einfach zeigen, ohne dass du es uns gibst, sondern nur zeigen. Mhm. Das heißt, du drückst dann wieder P. Ja, zeigen. Wie alles geht mit P und genau, dann kannst du zeigen. Jetzt, aber wie genau. Cool, sogar mit Animation. Ja, jetzt kann er sich das angucken und kann es lesen, er hat es aber nicht. Das heißt, sobald er das jetzt beendet, hat er das nicht mehr. Das ist natürlich praktisch. Ja. Genau. Jetzt hast du es wieder. Und jetzt könntest du es theoretisch noch wem anders zeigen oder ans Brett nageln. Das heißt, man kann ja auch Liebesbriefe schreiben. Genau. Ja. Versaute Liebesbriefe. Send Nudes. Das ist ja eigentlich der viel bessere Text gewesen. Oder so Todesbotschaften. Das ist natürlich auch gut. Kann man der Kriegsherr Umbrag aus Silden will deinen Tod. Du kannst ja theoretisch gesehen auch mit dem Namen von jemand anders unterschreiben. Ja? Weiß ja keiner. Ja. Oh, smart. Ja. Die Animation kannst du jetzt, glaube ich, mit einem Sidestep so abbrechen. Nee, ich repariere gerade die Säule. Achso, ja, okay. Dann mach das erstmal weiter, weil das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, dass hier jemand die Säulen repariert. Genau, nicht, dass der Balkon einstürzt, ne? Also. Aber ich kann ja sogar Bücher schreiben, ne? Ja. 40 Seiten. Alter, Xeros, ja. Das wäre was für dich. Schreib doch mal ein Buch über die Escalon-Lore. Let's go. Wie sieht das denn aus? Achso, ich habe kein Buch im Inventar. Okay. Also an sich sieht das gleich aus, nur dass du halt einfach immer die Seiten halt dann wechseln kannst und weiter gehen kannst. Du kannst halt auch Dokumente, wenn du die einmal geschrieben hast, dann noch bearbeiten, also weiterschreiben. Das geht auch. Mhm. Könnte ich zum Beispiel ein Buch schreiben und das dann verkaufen? Theoretisch. Würde ja gehen. Ich könnte zum Beispiel ein tolles Witzebuch rausbringen. Ich habe sehr viele gute Gothic-Witze. Zum Beispiel einer: Deine Mutter ist so hässlich, sie legt Eier in der alten Mine. Classic. Okay. Ja. Ja, das kommt auf jeden Fall gut an, bestimmt. Nee, glaube ich kein Wort. Also ich kannte den schon, deswegen. Also prinzipiell kannst du aber Bücher schreiben. Also es sind auch schon gerade die Magier und so, die bei uns dann die Bücher schreiben. Wir hatten jetzt vor kurzem ein Event, wo halt quasi die Lösung in einem von mehreren Büchern drin stand. Und dann mussten die Spieler halt erst quasi die Lösung herausfinden, in welchem Buch sozusagen die dann die richtige Lösung mit drin steht. Ja, also das ist halt auch möglich. Und was wäre, also du kannst gerne den Bato verfolgen, der mag das. Ich will eigentlich woanders hin, aber es liegt gerade halt sehr auf dem Weg. Ah, ich weiß, wo du hin willst, glaube ich. Nein, ich bin geheimnisvoll, keiner weiß, wo ich hingehe. Natürlich will ich da noch hoch, dann nach oben. Will von da oben noch die Aussicht genießen. Ist einfach eine schöne Map. Danke. Vielen Dank. Falls dir aufgefallen ist, wo du sozusagen ins Spiel reingekommen bist, da war der Balken unten, wo die Sonne drauf fährt, blau. Das heißt, dass die Temperatur, die allgemeine Temperatur kühl war. Jetzt ist es halt dieses Orangene, das heißt, es ist gerade warm. Mhm. Ne? Also weil wir das halt nur nochmal wegen, dass wir alles bildlich sozusagen erklären wollten, ne, ob es die Tageszeit, wie das Wetter und auch wie die Temperatur halt ist, dass halt nichts geschrieben steht dafür, sondern ja, du alles an Bildern sozusagen ablesen kannst, was Stand der Dinge sozusagen ist. Na, wenn ich nur wüsste, wo der Lord Pappnase ist.
Oh nein, wo ist er nur? Ich liebe dieses Feature. Ich würde wahrscheinlich einfach mit Leuten ja auf dem Server die ganze Zeit nur Verstecken spielen. Nee, Voice ist nicht gewollt, Tades. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ja, was heißt nicht gewollt? Das ist auch gar nicht möglich. Nee, also du, ich bezahl Kiridis, dann moddet er dir alles. Das ja, dann... Er moddet hier alles rein. Aber es ist halt auch... Also das Problem, was ich mit Voice habe, es ist zwar ganz nice, aber ich persönlich bin von Voices relativ schnell genervt, weil du hast dann halt mal einen, der hat nicht so ein tolles Mikrofon. Dann hast du vielleicht einen, da passt die Stimme jetzt nicht unbedingt zum Roleplay dazu. Also in Bezug auf gesehen, wenn der einen weiblichen Charakter spielt. Im Real Life aber ein Mann ist. Und zum Beispiel, wenn halt gerade die Mutter reinkommt und staubsaugt. Das ist auch super nervig. Kennt jeder. Im Garten riecht es nach frischen Blumen. Genau. Hier. Also. Da spielt jemand Laute. Genau. Das hier ist die Künstlerakademie. Geil. Spielt er was von Bach? Dann könnte er es lauter spielen, dann wäre es lauter Bach. Ah, okay, ich gehe jetzt. Tschüss. Also du kannst halt auch, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf die Schnelle, wenn du sozusagen, du kannst selbst Instrumente lernen und du kannst halt Stücke spielen. Mhm. Und du kannst die auch gemeinsam, wenn du mehrere Instrumente hast, mit mehreren Leuten, kannst du auch gemeinsam ein Lied spielen. Okay, und bringt das was außer Roleplay? Oder hat man. Nee, also du kannst halt, also in dem Fall ist es halt, dann bist du halt ein Barde. Und du kannst halt quasi Geld dafür nehmen, wenn du bei Tavernen, also jetzt aktuell gibt es ja nur die Stadt, aber später wird es ja mehrere Lager geben. Und du kannst halt von sag ich mal, Taverne zu Taverne oder von Fest zu Fest wandern und halt deine Dienste anbieten. Ne? Weil du musst halt diese Stücke, die kannst du nicht einfach, sondern die musst du halt auch erst lernen und. So kannst du halt sozusagen an irgendwann dir verkaufen, also dich sozusagen verkaufen als Barde, dass du halt entweder alleine oder mit deiner Gruppe dann verschiedene Lieder kannst. Und dementsprechend dann Geld da logischerweise vom Wirt nehmen, sozusagen. Das, ne, so ein typisches Barde halt. Hier ist halt von Ort zu Ort, ist halt eher ein RP-Ding, also ein RP-Beruf, aber halt mit Funktion, dass du in der Spielwelt also dafür auch was kriegst, theoretisch. So. Also kommt natürlich auch an, wie gut du bist. Aber, verstehe ich schon. Ich mache wieder Quatsch. Ja. Aber das muss ja, auch mal sein. Man muss ja auch ein bisschen der Community zeigen, dass man Quatsch machen kann. Also ich jetzt so. Deine Premium-Position ausnutzen. Dass du natürlich, man muss den Vorteil auch mal ausspielen. Das muss man ja auch mal machen. Aber es ist echt alles sehr schön. Das ist alles sehr schön. Nase ist schon wieder auf dem Weg nach unten, ne, Remi? Ach so. Also, ja, der, ich glaube, der hat ja auch gar nicht zugehört, was es hier mit dem Baden auf sich hat. Ich merke schon. Nee, was? Es gibt Baden? Das ist ja krass. Man kann Instrumente spielen mit anderen Leuten zusammen? Der Wahnsinn. Ja. Ja. Hey, das ist wirklich der Wahnsinn. Guck mal, da ist er. Ich bin doch da. Ja, ja. Ich habe gar nichts gemacht. Drückeberger. Gut. Wird da denn jetzt was gespielt oder wird da jetzt nichts gespielt? Ja, ist die Frage. Da tanzt auf jeden Fall jemand. Sehr hübsch. Gibt's auch Song-Requests? So? Also theoretisch gesehen schon. Also dadurch, dass es mehrere Stücke gibt. Wir können ja dir einmal ein Instrument geben. Im Moment hört man noch nichts. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. All die krassen Breakdance-Moves hier. Ja. Ups.
Habe ich jetzt schon das Instrument? Nee, Ich habe eine Pfanne. Das ist. Wurde gerade gesagt, einmal kurz einen Moment warten. Wir müssen ja kurz auf Unterstützung warten. Ist denn noch wer da, der uns unterstützen könnte hier? Ich setze mich so lang mal. Ja, genieß die Show. Mit den Bänken gibt es so ab und zu Probleme mit der Sitzhöhe, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist leider ein typisches Gothic-Problem. Ja, GMP und Gothic, das mit den Sitzbänken, ja. Das sieht unbequem aus. Nee, so sitze ich immer, Chat. Ja. Also sind gerade dabei, müssen gleich, wenn wir... Ja. Also das Team versucht es gerade. Einen Moment noch. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Hinter den Kulissen wird gerade alles Nötige vorbereitet. Währenddessen das Wetter. Vorgelesen von Matt. Also ich mag das Wetter. Es ist sehr sonnig. Wollen wir uns ein stilles Plätzchen zum Sonnenbaden suchen? Ich glaube, wir sollten Freunde werden. Ich finde Wetter toll. Please hold the line. Also wir können aber auch erstmal noch einmal durch die Stadt gehen, wenn du möchtest, oder dass du irgendwie allgemein noch Bereich anguckst, während das Team im Hintergrund das soweit fixt. Also wir müssen nicht hier sein. Also das funktioniert nachher mit den Instrumenten überall. Mhm. Ja, ist es die Frage, was wir uns noch angucken sollen, oder ob wir sagen, okay, wir haben alles, was wir einbringen wollen. Alles ist ja immer relativ. Also ich sag mal, ja, klar. Wir sind so weit durch wie das, was wir an sich zeigen wollten. Die Welt selbst ist natürlich noch deutlich größer. Wir haben mehrere Bereiche noch, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, die wir halt auch an sich noch nicht für den Anfang vom Server sozusagen relevant sind, sondern Bereiche, die erst später noch Teil des Ganzen werden. Oh ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir könnten Chatfragen noch mit einbringen. Ja, suche ich mir einfach. Also wenn ihr Fragen im Chat habt, könnt ihr die rausballern und ich lese die dann einfach vor und ihr könnt sie dann beantworten. Ja. Könnte man auch machen, dass man auf dem Server jemand sich aussucht und hinterherlaufen und dann voll labert, wie es Matt macht? Also, du kannst auch gern am RP teilnehmen und mit irgendwelchen Leuten reden, wenn du möchtest. Also das ist klar, ist das möglich, ne? Also, wie gesagt, immer über Text, ne? Aber na, du musst dann halt damit rechnen, dass der sich das nicht lange gefallen lässt. Wie halt ja, Matt, das ist sehr wahrscheinlich. Auch, ne? Werden andere Inseln begehbar sein? Also wird es noch andere Inseln geben? Also ist der Fokus liegt logischerweise auf der Insel Escalon selbst, die ja, wie gesagt, auch sehr, sehr groß ist. Wie gesagt, ich sag mal jetzt so pauschal, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel ist das, was wir jetzt gesehen haben. Der Rest ist sozusagen jetzt noch nicht gezeigt. Es gibt verschiedene kleinere Inseln noch, die dann für Events gegebenenfalls verwendet werden. Aber wie viele und welche genau, das ist dann halt im RP herauszufinden. Aber ja, genau. Mhm. Anzufrag, darf man nur einen Job haben oder gehen mehrere? Nein, es gibt nur einen Beruf. Wenn du quasi deinen Beruf ändern willst, dann musst du deinen alten Beruf aufgeben. Du kannst nicht Schreiner und Jäger gleichzeitig sein oder Fleischer und Koch kannst du nicht gleichzeitig sein. Du musst dich für einen Beruf entscheiden. Den kannst du dann machen. Du kannst den halt, wie gesagt, auch aufgeben und einen neuen Beruf lernen. Aber ja, du kannst nicht mehrere Berufe gleichzeitig haben. Mhm. Mehrere Hauptberufe zumindest. Du kannst theoretisch gesehen zum Beispiel Fischer oder du kannst auch Bauer sein. Was als Nebenberuf zählt und nebenbei sozusagen noch was anderes machen, aber von den typischen Handwerksberufen, von den klassischen, kann man immer nur einen haben.
Sailor fragt, wie sieht es denn mit dem Late Game aus? Jetzt halt die, also wie ja schon mal erklärt, ist halt der Fokus ja auf RP. Das heißt, der Charakterfortschritt im klassischen Sinne, wie es bei MMOs ist oder bei Singleplayer-RPs, also Singleplayer-Rollenspielen, ist halt nicht zu vergleichbar, also nicht direkt so zu vergleichen, weil es ist nicht das primäre Ziel dieses Spiels, dass du nachher der krasseste von allen bist. Du bist halt nicht der namenlose Held, sondern du bist halt ein normaler Bürger. Das heißt also, natürlich kommt irgendwann nach langer Zeit, sage ich mal, wenn du aktiv gespielt hast, kommt natürlich irgendwann diese Grenze, wo einfach das Cap erreicht wird, wo es dann nicht weitergeht. Aber wie mächtig du dann am Ende dadurch bist oder wie sehr du dich durch deine Stats die Meinung anderer, sag ich mal, biegst, ja, wenn du sehr, sehr stark bist und jeder, der nicht deiner Meinung ist, dem aufs Maul haust, dann ist das halt deine Art, aber es ist halt einfach nicht, dass es heißt, nur weil du stark bist, kannst du auf einmal mehr oder weniger, sondern selbst wenn du nachher final das Maximum erreicht hast, wirst du niemals dich einfach blind durch Horden von Gegnern schnetzeln können. Du musst immer gemeinsam spielen, ansonsten besteht immer die Gefahr, dass du halt einfach stirbst. Und das ist egal, ob du gerade angefangen hast oder ob du halt High-End sozusagen bist, im Late-Game bist. Wenn du unvorsichtig bist, kannst du umfallen und dann war es das für dich. So, das Interessante des ganzen Spiels, des Servers, des Roleplays an sich, ist ja dieses Zwischenmenschliche, dieses... dass du es halt schaffst, deine Sachen durchzubringen, andere zu überzeugen, weil du halt einfach gut im Überzeugen bist. Ne? Das kann natürlich sein, dass du halt einfach gut kommunizieren kannst und gut Leute wirklich überreden kannst. Es kann auch sein, dass du natürlich Leute erpresst und all sowas und deine Sachen durchbringst. Aber das, was quasi dein Ziel ist, was du, was du nachher am Ende sein möchtest, das entscheidest du ja selbst. Und dann entscheidest du ja selbst, was dein aktives Late-Game sozusagen ist, was ein großes Ziel jetzt, in dem Ganzen ist. Jetzt habt ihr natürlich gesagt, wir sind klar nicht der namenlose Held, aber jetzt weiß ich nicht, ob man Magier werden kann, aber wir haben ja schon ein paar Magier gesehen, die hier rumliefen, also gehe ich davon aus, dass das geht. Ja, haben ja die Magier schon in Gothic mächtige Zaubersprüche. Wurden die bei euch genervt fürs Late-Game-Balancing oder sind diese Zaubersprüche trotzdem sehr stark oder wie habt ihr das eingegrenzt? Weil ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ich laufe über die Insel und zünde einfach meinen Feuerregen in dem Sinne. Dann kannst du da einen von zünden und dann hast du erstmal gar keinen Mana mehr und bist erschöpft. Ah, okay. Das funktioniert auch über diese Sachen. Genau, Feuerregen in der Stadt, alle tot. Nee, ja. Also es hat halt besondere Berechnungen, wie viel Schaden das insgesamt macht und auf wie viele Personen überhaupt gleichzeitig. Also du kannst mit einem Feuersturm, selbst wenn 50 Leute um dich rumstehen, nicht alle 50 direkt verbrennen. Das geht einfach rechnerisch sozusagen nicht. Und es gibt starke Zauber, die sind auch mächtig. Dafür können die halt nur sehr, sehr selten eingesetzt werden, weil einfach ein Feuersturm jetzt als Beispiel, den machst du halt einmal und dann hast du deine Mana komplett verbraucht und bis die sich wieder füllt, sag ich mal, ist halt wirklich der Real-Life-Tag rum. So, bis du den wieder einsetzen kannst. Ja? Das heißt, du kannst nicht einfach Rampage durch die Stadt gehen und alles abfackeln. Davon abgesehen, wenn du sowas machen würdest, dann gäbe es einen Tötungsgrund logischerweise gegen dich und du kannst dich dann nicht mehr groß wehren und dann wäre es schnell vorbei mit deinem Charakter, weil du kannst halt nicht alle erwischen und die du nicht erwischst, die würden dich erwischen. Ja? Okay. Gibt's konkurrierende Fraktionen, / Gildenkriege? Ich würde ganz kurz noch auf die eine Frage zurückgehen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es war jetzt okay, nicht, dass jetzt der Feuersturm einen Tag dauert. Ich wollte einfach nur so als Beispiel nennen. Es ist halt nicht, du kannst nicht durchlaufen, Feuersturm, gehst 2 Minuten, nächster Feuersturm, sondern es passiert dann so viel, du bist dann halt hilflos quasi, in dem Fall jetzt als Magier und deswegen kannst du halt nicht auf Rampage gehen, sondern du würdest dann halt gefangen genommen werden, getötet werden, was auch immer, ohne dass du dich groß wehren kannst. So, ne? Genau. Was war die andere Frage? Gibt es konkurrierende Fraktionen bzw. Gildenkriege? Ja, es gibt mehrere Fraktionen, sag ich mal, Gothic-typisch gibt es mehrere. Es gibt halt die Stadt, die sozusagen ins eigene Fraktion ist. Da gibt es einmal die Bürgerseite und einmal die Kämpferseite, in dem Fall das Wachregiment, die sozusagen es sind 2 Gilden einer Fraktion. Und dasselbe gibt es dann auch beim Don. Da gibt es auch einmal die Handwerker und einmal die sogenannten Briganten.
was auch wieder zwei Gilden einer Fraktion sind. Dann gibt es noch dazu die Magier, die quasi als neutrale Kraft existieren. Die sind keiner anderen Gilde zugehörig, sondern die stehen für sich, sind eine eigene Fraktion mit ihren eigenen Fähigkeiten. Also die haben halt dann auch den Stabkampf, was die anderen halt nicht haben, und können halt Magie benutzen, was die anderen halt so nicht können. Und dann wird es halt noch am Ende, oder das heißt am Ende, aber dann gibt es halt noch auf lange Sicht die Inquisition selbst, die halt kommen wird, die dann noch, und die werden dann quasi in diesem dieser Konstellation, dieser Fünfer-Konstellation wird dann einfach, oder in Sechser-Konstellation, wird halt einfach das Spiel dann halt stattfinden. Und du kannst dich dann für eine der Fraktionen entscheiden. Was wir aber halt nicht wollen, was wir dann auch versuchen, dass das nachher so umgesetzt wird, ist halt einfach dieses typische, zumindest RP-typische, GMP-typische, dieses Blutfäden-Ding und all sowas. Das wollen wir halt umgehen. Wir wollen schon, dass es natürlich Reibereien gibt und Streitigkeiten, aber nicht dieses, dass es nachher ab irgendeinem Punkt heißt, du kannst einen Teil der Insel nicht mehr besuchen, weil das das Gebiet der anderen ist. So, und dann ist auf einmal ein Drittel der Welt für dich weg. So, tja. Ne? Bandenkriege. Ja. Ne, deswegen, klar gibt es, also Bandenkriege an sich ja, aber nicht dieses, okay, du trägst eine andere Farbe als ich und deswegen finde ich dich halt scheiße, so. Das wollen wir halt nicht. So, ne? Genau. Wie lange dauert das, bis man in einer Gilde ist? Das kommt drauf an, wie gut du halt im RP bist und wie gut du, was die sozusagen von dir verlangen, wenn du da anfragst. Manche nehmen dich quasi relativ entspannt auf, beziehungsweise in die Stadt kommst du relativ entspannt rein. Hast du irgendwo eine Ausbildung zum Beispiel, dann ist es auch kein Problem, dass du dann Bürger der Stadt dich dafür, dass du das wirst. Ist halt RP-Sache sozusagen. Ne? Es kommt darauf an, wie du dich verkaufst, ob die Leute gerade wen suchen, ob zum Beispiel dieses Wachregiment gerade Leute sucht oder die Briganten suchen Leute oder der Jäger der Stadt sucht gerade einen Auszubildenden. Und dann erklärt er dir zum Beispiel jetzt als Jäger und sagt er, jo, eigentlich könnte ich einen gebrauchen, aber zeig erstmal, dass du das Zeug dazu hast, so eine Art. Ja, und jetzt hast du die Höhle gefunden, sehe ich gerade. Ich habe krasses Secret gefunden. Das hat noch niemand vor mir entdeckt. Ja. Und direkt bin ich wieder gehuckt von diesem mystischen Gothic, das ist der Wahnsinn. aber wie gesagt, das ist halt auch mit den Beförderungen. Es gibt keine Zeit von wegen so, ja, dann wirst du befördert irgendwie von Rang 1 zu Rang 2, sondern es kommt drauf an, was du einfach machst. Bist du ein guter Teil, bist du ein funktionierender Teil der Gilde? Hängst du, hilfst du den anderen bei allen verschiedenen Sachen? Bist du bei Events einfach aktiv? Das heißt nicht, dass du auf erster Reihe stehen musst, sondern machst du einfach deinen Job gut. Bist du zum Beispiel, kannst du zum Beispiel mit Arznei umgehen? Also bist du, sag ich mal, ansatzweise Heiler und du hilfst halt Leuten, die verletzt sind, immer dann bei verschiedenen Sachen, dass sie halt geheilt werden und all sowas, dann machst du deine Aufgabe gut und du wirst dann relativ schnell auch dann befördert werden. So, es ist halt einfach, ja, es ist halt RP. Und nachher liegt es an jedem selbst, ob er sich Wege verbaut oder wie schnell er irgendwo befördert wird. Ne? Eine Frage aus dem Chat würde ich noch aufgreifen. Für wie viele Spieler ist denn der Server ausgelegt? Also was habt ihr euch so vorgestellt? Das ist halt, also das schwankt halt sehr. Also ich sag mal, damit der Server prinzipiell überhaupt also spielbar ist, müsste es halt zwischen 50 und 80 aktiv sein. Ja. Mhm. Dann wären alle Gilden so besetzt, dass man alles spielen kann und man nicht sozusagen, also dass alles reibungslos funktioniert. Wünschen ist natürlich, wir würden natürlich gerne so viele wie möglich so. Ich sag mal, es gibt ein Oberlimit, was einfach der Server selbst packt, von ein paar hundert. Ob das halt... Let's go, Leute, sprengen wir das Serverlimit. Also wir wünschen, also wie gesagt, es gibt kein Problem. Auf lange Sicht gesehen, würde man jetzt, sag ich mal, 300 aktive Spieler haben, dann kriegt man das ohne Probleme hin. Das kriegt man gut bespielt. Die Welt wäre nicht zu voll, sie wäre halt gut belebt. Die Sache ist halt immer das Typische, zu Release 300 ist was anderes als einfach allgemein 300 Spieler. Ja klar, haben, weil, bei Release ist natürlich immer mehr Andrang. Ja.
Und das zeigt sich dann, wer auf dem Server bleibt und wie sich der Server dann so selber harmonisiert. Genau. Also das ist halt das Typische, dieses bei Release wird es halt so sein, da gehen wir halt auch von aus, dass da natürlich ein hoher Andrang ist. Aber da hast du auf einmal von jetzt auf nun quasi, sag ich mal, 100, 150 Leute, die halt alle keinen Beruf haben, keine Erfahrung haben sozusagen in der Welt und halt einfach da sind und auf einmal, sag ich mal, übertrieben gesagt, bespaßt werden wollen von den Startposten dann. Und das ist natürlich schwierig, das ist bei jedem Serverstart, also nicht nur bei uns. Das ja, ist klar. Einfach, ne, das ist immer schwierig. Ja. Wenn jetzt sich das aber so, sag ich mal, etappenweise wäre und das Ergebnis wäre nachher, dass es halt diese verschiedenen Lager gibt und überall sind halt, sag ich mal, 80, 90 Spieler so eine Art, dass nachher dann wir bei 300 rauskommen, dann wäre das super gut spielbar. Mhm. So, ne? Genau, also von daher, die Community selbst ist halt nicht die größte, das heißt, also ich sag mal, wenn wir in den dreistelligen Bereich gehen würden, mit aktiven Spielern, das wäre mehr, als wir uns wünschen würden. So, ne? Also das wäre mehr. Wir hoffen es natürlich, wir würden es uns vom Herzen wünschen. Aber es ist schwierig, weil halt die Community recht klein ist. Und es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja auch noch andere so und dadurch teilt sich diese Community auch noch mal ein bisschen auf. So dass es halt immer so ein gewisses Buhlen einfach um Spieler ist. Ne? Was ja auch, also ist ja logisch. Wenn man andersrum, was ich sagen will, ist, man schöpft halt nicht aus einem Becken sozusagen mit 10.000 Spielern, so dass es nachher egal ist und jeder Server, den du rausbringst, dafür ist die Gothic Online Community einfach zu klein. Genau. Ne? Und deswegen wünschen wir uns natürlich viele Spieler und hoffen, dass das halt, dass wir die auch, wenn welche bei uns da sind, dass wir die halten können. Wie viel aber nachher wirklich aktiv dann nachher da bleiben, das kann nur die Zukunft zeigen. Ne? Da können wir geben unser Bestes, um zu zeigen und die Spieler zu unterhalten. Aber ob es nachher reicht, das werden die Spieler nachher selbst entscheiden müssen. Mhm. Ja. Gerade wurde noch gefragt, ob es Quests gibt. Ich denke, das werdet ihr dann so ein bisschen in den Events machen, was dann so ein bisschen Quests nahe kommt. Oder habt ihr da andere Pläne? Quests werden ja immer von anderen Spielern erst. Genau, können ja auch Quests vergeben werden. Ne? Hier holen wir mal dies von dem, holen wir mal da eine Flasche Wein aus der Kneipe oder sowas. Und klar, Events sind immer auch so eine Art Quests. Ne? Dann gibt es immer meistens eine Aufgabe, die gelöst werden muss. Zusammen mit anderen Spielern oder mit anderen Fraktionen auch, dass man da zusammenarbeiten muss, um diese Aufgabe einfach zu lösen. Also das ist dann halt meist Hauptaugenmerk in Events dann auf dem Server. Genau. Also im Grunde diese typischen Quests, dass du die irgendwie in dein Questbuch schreibst sozusagen, die gibt's nicht so in diesem Stil. Du kriegst auch keine XP für Quests erfüllt sozusagen. Das ist einfach nicht der Sinn hinter diesem ganzen RP. Aber dieses typische, die Geschichte geht weiter, du bist Teil davon und du findest Sachen heraus, ne? Du erkundest die Tempel oder sonst was oder halt auch andere Geschichten, die werden halt quasi vom Eventler-Team geschrieben und ausgeführt. Und das sind sozusagen dann auch die Main-Story-Quests, wo du dann halt auch mit bei bist dann und deinen Teil sozusagen dazu beiträgst, dass die Geschichte ausgespielt wird und zum Erfolg im besten Fall kommt, aber oder halt auch nicht. Das kommt darauf an, wie sich die Spieler anstellen. Aber so ist sozusagen neben dem Alltags-RP, wo du halt deinen Beruf machst und all sowas, ne, oder versuchst einfach nur reich zu werden, indem du halt einfach auch halt am Beruf zum Beispiel halt Sachen herstellst und so und versuchst irgendwas gut loszuwerden, dir ein Leben irgendwo aufzubauen oder halt einfach interne Streitigkeiten sich entwickeln und die gelöst werden, gibt es halt sozusagen den sogenannten, wie nennen wir den roten Faden, wo halt sozusagen die Main-Story lang geht, die halt alle betrifft. Ja. Genau. Und so wird sozusagen die Geschichte dann im Laufe der Zeit immer weiter gesponnen, sozusagen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich der Server entwickelt. Da bin ich echt gespannt. Ja, wir auch. Also wir haben halt noch, wir haben viele Ideen, viele Sachen, die wir umsetzen werden, die jetzt halt tatsächlich an diesem Punkt noch nicht gesagt werden dürfen oder die wir nicht sagen wollen, weil das einfach Momente sein werden,
wo wir von überzeugt sind, dass die Leute wirklich da sitzen und sagen, oh krass, okay, das habe ich nicht erwartet, dass das jetzt möglich ist oder dass das jetzt so passiert. Ja. Genau, deswegen, also ich meine, es ist ja auch nicht mehr lang, es sind jetzt nicht mehr ganz 8 Tage, fast nur noch eine Woche, dann geht's los. Und also es, ne, jeder, der jetzt irgendwie, sag ich mal, sich das Ganze angeguckt hat und Bock gekriegt hat, ist herzlich eingeladen, dann nächsten Sonntag mit dabei zu sein und Escalon halt zu bereisen, ja. Ja, damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ich glaube, das ist auch ein schönes, rundes Ende. Ja. Für den Stream und auch für YouTube. Ich werde den Stream vermutlich einfach so auf YouTube ein bisschen zusammenschneiden, werde ich vielleicht auf YouTube hochladen, dass da auch nochmal das Leute mitkriegen können. Ich danke auf jeden Fall euch für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich danke natürlich auch dem Chat mit den reichlichen Fragen, die jetzt noch reingekommen sind. Das war alles super interessant. Und ich hoffe natürlich, dass der Server einschlägt wie eine Bombe. Ey, das hoffen wir auf jeden Fall auch. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall wirklich größte Mühe gegeben, die letzten Jahre ein schönes Projekt auf die Beine zu stellen. Und sozusagen die Welt oder das Projekt so zu verwirklichen, wie wir uns halt das Ganze am Anfang erdacht haben. Und wir laufen selbst manchmal gerne durch die Welt und sagen halt einfach, okay, es ist halt wirklich, es ist so schön geworden. Bin wirklich stolz auf das, was das ganze Team geleistet hat über die ganze Zeit. Und wir sind auf jeden Fall ready auf den Release und hoffen halt, dass viele das sich angucken werden und halt im besten Fall feststellen, okay, da haben sie halt Bock drauf, auf dieses karibische Feeling mit uns gemeinsam die Geschichte von Escalon zu erleben. Ich habe den Master Key. Egal, ich danke euch fürs Dabeisein und dann würde ich sagen, wir switchen kurz zum Pausescreen rüber und dann verabschiede ich mich noch kurz privat von den Leuten und wir spielen dann gleich weiter mit Zeug. Dann macht's mal gut. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao. Ciao.